So, fangen wir an. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich sehr über das rege Interesse, wundert mich aber gleichzeitig nicht, weil Russland uns alle doch beschäftigt, politisch und vielleicht auch kulturell und persönlich bei den vielen Verbindungen, die es gibt zwischen Deutschland und Russland, zwischen Berlin, Moskau und St. Petersburg. Das hier ist eine Kooperationsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, bei der ich mich ganz herzlich für die freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken möchte, insbesondere bei Ruprecht Polenz, dem Vorsitzenden, und bei Gabriele Freitag, der Geschäftsführerin der DGO. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Der Titel unserer Veranstaltung »Russlands Weg in die Zukunft – Gibt es noch Alternativen?« ist mit einem Fragezeichen versehen. Darüber bin ich bei der Vorbereitung ein bisschen gestolpert, denn politisch gesprochen gibt es ja immer Alternativen, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen, wenn auch nicht unbedingt jetzt und sofort. Aber die Rede, die politische Rede weit verbreitet, es gäbe keine Alternativen zu diesem oder jenem, ist eigentlich zutiefst unpolitisch, weil politisches Denken und Handeln geht immer um andere Möglichkeiten, also um Alternativen zur bestehenden Realität. Und dass es Alternativen zum jetzigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System Russlands gibt, davon sind wir fest überzeugt. Und es gibt ja trotz aller Repressalien, trotz allem Druck auch eine ganze Menge Menschen in Russland selbst, die an solchen Alternativen arbeiten und über sie intensiv nachdenken und diskutieren. Einige von Ihnen sind heute als Referentinnen, Referenten und Gäste hier. Ganz herzlich willkommen. Auch für Russland gilt, dass Veränderungen letztlich von innen kommen muss. Es ist ja eine Legende, dass der große demokratische Aufbruch, die politischen und gesellschaftlichen Reformbewegungen, die wir in Mittelosteuropa seit 1989 in Wellen gesehen haben, dass die von außen fabriziert worden wären. Dass das Manipulation der USA und manchmal wird ja auch behauptet, sagen der Europäischen Union sein, die sagen, eine Regime-Change-Agenda betreiben würden, mithilfe ihrer Stiftungen und internationalen NGOs. Das ist schon richtig, dass wir für demokratische Reformen, für demokratische Veränderungen in ganz Europa und international eintreten. Aber die Ursache für gesellschaftliche Veränderungen im großen Stil liegt immer innen. Und die Kräfte, die diese Veränderungen herbeiführen, kommen immer von innen. Das gilt übrigens jetzt auch für Syrien, wo es ja auch, sagen die Legende, gibt, der arabische Frühling sei im Grunde eine Erfindung, eine Machination, eine Fabrikation des Westens gewesen. Nein, das waren sozusagen Millionen und Millionen, vor allem junger Menschen, die rebelliert haben gegen die Ausweglosigkeit, die Aussichtslosigkeit ihrer Lebensverhältnisse und die für eine bessere Zukunft auf die Straße gegangen sind. Und es ist noch nicht lange her, dass auch in Moskau mehr als 100.000 Menschen gegen das System Putin protestierten und für mehr Demokratie in Russland. Das scheint heute lange her, viel länger als es tatsächlich her ist. Heute erscheint Russland als eine
revisionistische Macht, die es darauf anliegt, die Uhren zurückzudrehen, zurück zu einer Politik hegemonialer Einflusszonen und zur Doktrin der begrenzten Souveränität für die Staaten, die das Pech haben, in der näheren Nachbarschaft Russlands zu liegen, aber auch zurück hinter die Ideale des demokratischen Aufbruchs von 1989, also hinter die Idee einer liberalen Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung und Pressefreiheit und politischem Pluralismus. Das sind alles Ideen, die heute in Russland von den herrschenden Eliten massiv angefochten und in Frage gestellt werden. Der gegenwärtige Konflikt mit Russland, nicht nur der um die Ukraine, ist eben im Kern nicht ein geopolitischer Konflikt, sondern es ist ein Wertekonflikt. Es ist ein ideeller Konflikt und daran muss man auch und gerade in der Bundesrepublik und in Europa immer wieder daran erinnern, weil auch ein Teil unserer politischen Klasse und auch ein Teil unserer Medienöffentlichkeit genau das gerne ignoriert, dass es hier auch um einen Wertekonflikt geht und das letztlich so in die ganze europäische Nachkriegsordnung zur Disposition steht, gegenwärtig. Präsident Putin scheint auf dem Höhepunkt seiner Macht und Russland präsentiert sich nach innen und nach außen als stark, entschlossen und handlungsfähig, in mancher Hinsicht also gerade als Gegensatz zu dem Erscheinungsbild, was die Europäische Union gegenwärtig abgibt. Aber das Bild täuscht, jedenfalls nach unserer Auffassung. Schon wenn man die Situation in der Ukraine vor Augen nimmt, dann sind doch die Pläne nicht aufgegangen, die zumindest ursprünglich mit der faktischen Intervention im Donbass in der Ostukraine verbunden waren. Die Ukraine hat sich als sehr viel widerstandsfähiger, als resistenter und resilienter herausgestellt, als das vermutlich im Kreml vorgestellt wurde. Es gilt vermutlich auch für Syrien, wo sich jetzt der Kreml in ein militärisch-politisches Abenteuer eingelassen hat, dessen Dynamik und dessen Ende noch gar nicht absehbar ist. Absehbar und sichtbar sind nur die zusätzlichen Flüchtlinge, die der russische Luftkrieg in Syrien produziert hat, und die Eskalation der Gewalt, statt sie einzudämmen. Aber diese scheinbare Stärke gilt auch und gerade für die Ökonomie Russlands. Das jetzige Wirtschaftsmodell und nicht nur das Wirtschaftsmodell, auch im Grunde die ganze politische Herrschaftssystem, ist ja eine Rentenökonomie, die auf der Ausbeutung von Naturressourcen beruht. Vor allem auf der Ausbeutung und dem Export von fossilen Energiequellen, von Öl und von Gas. Und dieses Modell ist doch nach allem, was wir wissen, nicht zukunftsfähig. Die Zeiten von immer weiter steigenden Rohstoffpreisen sind vorbei. Der globale Ölmarkt ist weit von dem Niveau entfernt, den der russische Staat brauchen würde, das der russische Staat brauchen würde, um sich auf Dauer zu refinanzieren, auch um den Militärapparat zu refinanzieren. Also die Dringlichkeit, die Notwendigkeit von tiefgreifenden Veränderungen in Russland, die wird über die nächsten Jahre eher noch wachsen,
Und die Strategie der permanenten patriotischen Mobilisierung und der militärischen Stärke wird auf Dauer nicht tragen, wenn die ökonomischen und sozialen Grundlagen wegbrechen. Insofern sind wir ganz zuversichtlich, auch wenn das heute machtpolitisch weit entfernt von einer Realisierungschance zu sein scheint, dass diese Diskussion, die wir hier führen und die wir mit dieser ganzen Reihe der russischen Alternativen führen, nämlich nach Entwicklungsalternativen, Modernisierungsperspektiven für Russland, dass die doch zunehmend relevant werden wird. Und wenn wir von Modernisierung sprechen, dann nicht nur in einem technischen und ökonomischen Sinn, sondern in einem sehr viel weitergehenden politischen und demokratischen Sinn. Das ist jedenfalls das Motiv, was uns in dieser Reihe mit der DGO vereinigt. Ich wünsche uns also einen interessanten Abend und übergebe jetzt an den Moderator der Diskussion, Johannes Voswinkel, den Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Was wir heute Abend Ihnen bieten möchten, ich hoffe, es gelingt auch in einer möglichst frischen, diskussionsfreudigen Weise, ist eine Bestandsausnahme, Aufnahme aus Russland. Es geht uns insbesondere darum, einen Eindruck zu gewinnen, wie steht es um die russische Wirtschaft im Moment. Da gibt es ja widersprüchliche Angaben dazu. Wir wollen aber auch weiter, nachdem wir uns sozusagen mit der Wirtschaft aufgewärmt haben, über die Politik, insbesondere die Außenpolitik, Syrien, Ukraine sind zwei wichtige Stichworte, unterhalten und über die Folgen, die die Außenpolitik für die innenpolitische Situation in Russland hat. Zuvor möchte ich noch zur Sicherheit sagen, diese Veranstaltung hier wird per Livestream ins Internet übertragen, wird auch später abrufbar sein im Internet. Und wir wollen am Anfang auf dem Podium sprechen miteinander, diskutieren zu diesen von mir angerissenen Themen, immer auch natürlich auf dem Weg mit der Frage, gibt es alternative Szenarien, wer entwickelt sie und wie realistisch sind sie im Moment? Nach der Veranstaltung, beziehungsweise nach diesem Teil, dem Podiumsteil, nach vielleicht gut einer Stunde, werden Sie die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen. Wir werden so etwa um 8:30 die Veranstaltung beenden, aber dann ist doch noch nicht Schluss, denn es gibt noch die Möglichkeit, einen kleinen Imbiss einzunehmen im Anschluss an die Veranstaltung unten. Und wir haben auch, das kündige ich jetzt sicherheitshalber schon mal an, dann können Sie sich darüber Gedanken machen, was Sie gut finden an der Veranstaltung und was nicht. Wir haben auch ein kleines System am Ausgang dann, bei dem Sie einen Punkt verkleben können dafür, ob Ihnen und wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Jetzt möchte ich aber richtig einsteigen, zuerst mit der Vorstellung derer, die heute auf dem Podium Platz genommen haben. Ich begrüße ganz herzlich hier Katharina Schulmann aus Moskau. Sie ist Dozentin an der russischen Präsidentenakademie der Volkswirtschaft und öffentlichen Verwaltung in Moskau, an der Fakultät für Staatsverwaltung tätig, Kandidatin der Politikwissenschaften und Spezialistin, wie ich gelernt habe, für Gesetzgebungsfragen. Des Weiteren begrüße ich Herrn Wladimir Fralov. Er ist außenpolitischer Experte, Kolumnist in verschiedenen russischen Medien, bei der Moscow Times, bei der Internetplattform Slon.ru und auch bei Gazeta.ru. Außerdem Präsident der Lev Group, einer Firma für PR, Wirtschafts- und politisches Consulting. Und er wird uns insbesondere gerade auch zu außenpolitischen Fragen, wie ich hoffe, einige interessante Einblicke aus Moskau bringen. Ganz von Ihnen aus gesehen links sitzt Maxim Trudaljubow. Er ist Redakteur der Kommentarseiten der russischen Tageszeitung Wedomosti, ausgebildeter Architekt. Er hat, das kleine Schmankerl will ich mir jetzt nicht entgehen lassen, ich habe das zumindest in der Biografie gefunden, zeitweise an der Synodalbibliothek des Moskauer Patriarchats auch gearbeitet. Also eine recht bunte Biografie und ist in Berlin auch noch für einen längeren Zeitraum, weil er das Weizsäcker Fellowship hier in Berlin angenommen hat. Und ich hoffe sehr, dass er danach zu Wedomosti und nach Moskau zurückkehren wird und weiter die Kommentarseiten betreuen.
Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Herrn Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Herr Polenz saß von 1994 bis 2013 im Bundestag für die CDU, war auch, ich glaube, ich habe richtig gerechnet, 8 Jahre lang Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und wird in unser Gespräch mit einstimmen. Ich würde gerne anfangen, wie gesagt, mit der Wirtschaft. Wenn man auch aus russischer Sicht, ich sitze ja in Moskau, schaut, welche Meldungen gibt es über die Wirtschaft, dann geht das fast ein bisschen hin und her. Jetzt wird gerade, genauer gesagt am Freitag, also übermorgen, das neue Budget 2016 in die Staatsduma eingebracht. Kritiker nennen es ein Budget des Überlebens, nicht der Entwicklung. 10% der Einnahmen, sagt selbst der Finanzminister, stehen unter einem dicken Fragezeichen. Und im schlechtesten Fall könnten schon Ende 2016 die Gelder aus dem Reservefonds des russischen Staates aufgebraucht sein. Andere aber sagen wiederum, schaut mal auf die Industrieproduktion im September. Sie ist gegenüber August um 0,6% gestiegen, also es geht wieder aufwärts. Und die Antisanktionen Russlands helfen bisher eher zurückgebliebenen Wirtschaftszweigen in Russland auf die Beine. So geht das hin und her. Und ich würde deswegen gerne von Maxim Trudaljubow wissen, wie sieht es denn nun wirklich aus mit der Wirtschaft in Russland im Moment? Dankeschön für diese Frage. In der russischen Wirtschaft findet eine ganze Reihe unterschiedlicher Prozesse statt. Und das Wichtigste besteht wohl darin, dass die Industrie, dass das Wachstum zurückgeht. Es gibt da unterschiedliche Voraussagen, 3 bis 4% Wirtschaftswachstumsrückgang. Die Preise sind erheblich gewachsen. Da gibt es auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Die offizielle Durchschnittsinflation sind 11 bis 12% im Jahr, aber die tatsächliche Inflation im Nahrungsmittelbereich, das ist das, was wir sehen, wenn wir in die Geschäfte gehen, im Vergleich zum Vorjahr, also im Sommer, haben wir mal versucht, das zu schätzen, ungefähr 30%. Ist alles teurer geworden, also der Warenkorb oder die Warentasche. Der Warenbeutel, den man aus dem Geschäft nach Hause trägt, das ist ungefähr 30% teurer geworden. Und wenn jemand in das Ausland reisen möchte und dann entsprechend Tickets kaufen muss oder ein Hotel buchen oder andere Dinge, die mit Devisenausgaben verbunden sind, das ist alles teurer geworden und zwar um das Doppelte und auch noch mehr. Für Menschen, die das direkt betrifft, gibt es eigentlich gar nicht so viel und darum betrachtet der Kreml das nicht als irgendeine kritische Masse oder kritisches Problem. Und ich selbst gehöre eigentlich auch nicht zu denen, die wirtschaftliche Situation für das A und O, für das Entscheidende halten. Das, was in Russland in den letzten Jahren passiert ist, die letzten 2, 3 Jahre, würde ich mal sagen, wenn wir früher geneigt waren anzunehmen, dass der wirtschaftliche Determinismus wirklich sehr vieles bestimmt im Verhältnis zwischen Gesellschaft und Regierung, das heißt, dass die Menschen die Regierung unterstützen, weil sie besser leben, weil es ihnen besser geht und sie der Ansicht sind, dass es ihnen auch in Zukunft besser gehen wird. Und Studien, Untersuchungen haben das gezeigt. Da gibt es Diagramme und so weiter und so fort, die da eine Beziehung zeigen zwischen dem Anwachsen der tatsächlichen Einnahmen und der Bevölkerung und der Unterstützung von Präsident und Regierung. Das war über viele Jahre zu beobachten, aber seit 2014 gibt es diese direkte Verbindung nicht mehr. Das heißt, die Wirtschaftssituation besitzt keinen direkten Einfluss mehr auf das
auf die Befindlichkeit der Menschen. Das heißt, das macht sie schon, aber hat nichts mit ihren politischen Gefühlen zu tun. Gerade auch Beobachter im Westen häufig erstaunt. Es gibt ja die Vorstellung, auch angesichts dieser der einen Seite der sogenannten Hiobsbotschaften aus der russischen Wirtschaft, die Vorstellung, es müsste doch eigentlich bald zu sozialer Unruhe, zu sozialer Unzufriedenheit und Unruhe da kommen. Das ist aber offensichtlich gar nicht der Fall bisher. Wie, Frau Schulmann, wie erklären Sie das? Спасибо. Vielen Dank. Ich versuche mal, dieses Paradoxon zu erklären. Es ist sicherlich erstaunlich für das westliche Auditorium, weil hier gibt es ja immer diese gewöhnte Verbindung zwischen dem direkten Lebensniveau und der Qualität der Staatsführung oder des Staatsmanagements. Ich sage ein paar Dinge, die vielleicht banal klingen, aber ich denke, das muss ich vielleicht doch voranschicken, einfach damit wir uns ein Bild insgesamt machen können. Das russische politische System ist geschlossen. Ja, es ist keine Diktatur im vollen Sinn und auch keine Demokratie im vollen Sinne. Und in diesem System sind viele politische Institutionen lediglich Lookalikes, sie sind Imitationen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht ihre Funktionen ausfüllen. Sie machen lediglich nicht das, was im Aushang steht. Das betrifft das Parlament, die Wahlen, die Medien. Und es ist ein großer Fehler und es ist auch leichtsinnig, deswegen hier sie nicht zu achten oder nicht zu schätzen, weil sie eben nicht das sind, was sie eigentlich sein sollten. Aber diese Institutionen spielen trotzdem ihre Rolle. Warum sehen wir diese direkte Verbindung nicht zwischen der Popularität der Machtstrukturen, Regierungsstrukturen und dem Lebensumständen der Bevölkerung? Das Erste ist, dass in einem unfreien politischen System, bei einem unfreien politischen Regime sowieso es recht schwierig ist zu erfahren, was die Menschen eigentlich denken. Diese Korrelation, von der Trubalubow gesprochen hat, Maxim, also einerseits das steigende Rating der Macht und andererseits das wachsende Rating des Lebensniveaus und so weiter, das war damals, als wir gleichzeitig auch einen Rückgang der Medienfreiheit hatten. Also unsere Vorstellung darüber, was die Menschen denken und darüber, wie die gesellschaftlichen Stimmungen sind, das können sehr verzerrte Vorstellungen sein. Wir haben keine freien Medien, wir haben keine freien Wahlen und wir haben auch keine qualitative, unabhängige Soziologie. Wir bekommen nur einigen Widerhall zu hören von dem, was in der Gesellschaft passiert. Und wir Forscher befinden uns in einer blöden Situation, sage ich mal. Deswegen, erstens. Und zweitens, sogar wenn man davon ausgehen würde, dass wir eine qualitativ gute Soziologie hätten, was ja nicht der Fall ist, gibt es noch den Fall der Respondenten selbst, die vielleicht etwas ganz anderes antworten, als sie eigentlich denken, sondern sie sagen das, was sie meinen, was man von ihnen erwarten würde. Das bedeutet nicht, dass man Angst hat. Ja, meistens ist ja so, wenn die Menschen Angst haben, dann denken sie etwas und sagen was ganz anderes. Nein, aber hier ist es eher so, dass die Menschen geneigt sind, sich an die Mehrheit anzuschließen. Und das, was sie meinen, über die Medien zu hören, scheint ihnen die Mehrheit zu sein. Niemand möchte marginalisiert werden. Niemand möchte außen stehen. Das ist eine Eigenschaft unserer menschlichen Natur. Drittens, als das Lebensniveau der Menschen schlechter wurde bei uns, als wir die Inflation hatten und als die Einnahmen zurückgegangen sind, ist natürlich die Besorgnis auch angestiegen in der Bevölkerung. Teilweise ist das geschürt, wird durch die staatliche Propaganda mit angeregt. Teilweise ist das aber auch etwas Tatsächliches, weil die Menschen verstehen, dass die Stabilität, die sie noch einige Jahre zuvor hatten und doch über recht lange Zeit hatten, dass diese Stabilität jetzt zu Ende geht oder schon zu Ende gegangen ist. Tatsächlich, der Krieg an unseren Grenzen und unsere Beteiligung an Kriegsoperationen im Ausland sind natürlich nicht Dinge, die bei den Menschen Zufriedenheit und Ruhe hervorrufen würden. Und in dieser Situation ist es vielleicht sogar natürlich und
in gewisser Weise rationell, dass die Menschen eben nicht unzufrieden mit der Regierung sind, sondern sich an diese Regierung halten als gewisse Quelle des Schutzes in dieser neuen, instabilen und potenziell gefährlichen Situation. Das war das Dritte. Der vierte Punkt, das ansteigende Lebensniveau, dieser Prozess ging einige Jahre vor sich. Das Absinken des Lebensniveaus haben wir seit Herbst letzten Jahres, also circa ein Jahr. Und der Effekt davon ist noch nicht so stark, dass es die Lebensgrundlage der Menschen berühren würde. Es gibt eine politologische Gesetzmäßigkeit, die sagt, dass zwischen einer wirtschaftlichen Situation und den politischen Folgen ungefähr ein Jahr Abstand besteht. Und das ist so eine bedingte Frist, das muss man wirklich nicht als 12 Monate definiert sehen, aber es gibt eine gewisse Lücke, eine gewisse Zeitspanne zwischen dem, wenn etwas passiert und die Menschen ihre politische Einstellung deswegen ändern. Und das ist auch eine ganz natürliche Reaktion. Wenn ein Mensch wirtschaftliche Probleme erfährt, dann denkt er nicht in erster Linie über politische Aktivitäten nach, sondern er denkt darüber nach, wo er das Geld finden kann, was er jetzt braucht. Das ist also eigentlich auch ganz natürlich und erklärbar. In einem demokratischen, offenen System wird diese Zeitspanne kleiner sein, weil die Menschen einfach mehr Möglichkeiten und Mechanismen haben, um ihre Gedanken und Überzeugung in politische Aktivitäten umzusetzen. In einem geschlossenen und repressiven System gibt es weniger solcher Möglichkeiten, sogar verschwinden wenig und diese Möglichkeiten werden immer geringer. Die Menschen haben also nicht so viele Möglichkeiten auszudrücken, was sie denken. Und wenn wir uns diese ganzen Tatsachen gemeinsam betrachten, sehen wir, dass in 2016 oder dass das Jahr 2016 sicherlich spannender wird als die Jahre 2014 und 2015, weil hier direkt einige Vektoren zu greifen beginnen. Nämlich erstmal diese Zeitspanne von einem Jahr wird abgelaufen sein, wenn es zu keinem Bruch in der Wirtschaft kommt, und das ist kaum zu erwarten. Und wir fangen wieder mit Wahlen an, 2 Jahre lang. Erst die Wahl ins Parlament 2016 und dann die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen in 2018. Und diese Vorwahlperiode, wenn Sie so wollen, ist jetzt schon losgegangen. Aber für die politische Klasse, für die Bürokrat, für die Beamtentum, für diejenigen an der Spitze sind, noch nicht für die Bevölkerung. Wenn wir jetzt später über die Wahlen sprechen werden, kann man das sicherlich noch mal genauer aufschlüsseln. Jetzt wollte ich lediglich erklären, warum die russische Bevölkerung scheinbar so absurd reagiert. Es gab lange Zeit auch in der Russland-Berichterstattung die Vorstellung, sobald eine Mittelklasse in Russland sich herausbildet, wird es auch eine gesellschaftlich teilnehmende, teilhaben wollende Klasse geben, die eben auch politisch auftritt. Das hat es so nicht gegeben. Ist die Vorstellung völlig abwegig gewesen? Liegt es an den Umständen, die Sie eben erzählt haben? Oder gibt es diese Mittelklasse noch gar nicht, von der wir im Westen immer gesprochen haben? Schauen Sie mal, die Mittelklasse, wenn man das wirtschaftlich sieht, die gibt es in Russland und sogar recht stark ausgeprägt. Wenn man das demografisch sich betrachtet, sehen wir, dass die meisten Russen in Städten leben und sich nicht mit physischer Arbeit befasst. In den letzten Jahren haben diese Menschen auch mehr Einnahmen bekommen und leben besser. Was man meistens nicht beachtet, ist, dass ein überwiegender Teil dieser Mittelklasse für den Staat arbeitet, angestellt ist, mittelbar oder unmittelbar, und Einkommen aus dem staatlichen oder regionalen Haushalt bekommt. Russland, oder wenn wir über Russland reden, müssen wir wissen, dass wir einen hypertrophierten staatlichen Aufbau haben. In den letzten 10 satten Jahren, es sind bedingt 10 Jahre, ist der Staatsapparat enorm gewachsen. Und er ist auch sehr vielschichtig. Unsere Bürokratie besteht aus einigen Schichten. Das sind direkte Angestellte im Staat, dann sind das die bewaffneten Organe, die Streitkräfte, die Sonderdienste und so weiter. Und dann sind es die föderalen, regionalen und kommunalen Angestellten, Menschen, die in staatlichen Banken arbeiten, also
diese Wirtschaftsbürokratie, die wir sie nennen, und in anderen Wirtschaftsinstitutionen. Und das sind Menschen, die im Propagandaapparat arbeiten, im staatlichen Fernsehen, in staatlichen Medien, auch in allen Ebenen. Denn jeder Gouverneur hat in seinem Gouvernement, er ist ja wie ein kleiner Präsident, dieses ganze System auch für sich zur Verfügung. Genau wie in Moskau. Ja? Er hat seine Medien, er hat seine eigene Bank. Und er wird auch seine Verwaltung haben, die dann als Ministerium oder Departement oder wie auch immer bezeichnet sind, sein kleinen Staat, wenn Sie so wollen. Das wird in jedem unserer 87 Subjekte ist das vorhanden. Und dann gibt es die sogenannten Budgetniki. Das sind Menschen, die nicht Angestellte des Staates sind, aber aus dem Staatshaushalt bezahlt werden, Lehrer und sonstige. Das sind auch sehr, sehr, sehr viele. Und in den letzten Jahren sind das sogar noch mehr geworden. Der Staat dominiert in der Wirtschaft und ernährt deswegen auch über die Öleinnahmen eine große Menge unserer Menschen. Rein wirtschaftlich könnte man diese Menschen der Mittelklasse zurechnen, ja? So einer mittleren Schicht. Aber wenn man das gesellschaftspolitisch sieht, dann hängen sie unmittelbar von der Stabilität des Staates ab. Da gibt es eine obere Schicht, die regierende Bürokratie, wie wir sie nennen, oder die regierende Klasse, marxistisch ausgedrückt. Und dann gibt es natürlich auch eine ganz untere Schicht, die nicht sehr reich sind, aber die trotzdem auch wirklich begründet Angst haben, dass wenn mit dem Staat irgendetwas passiert, dass sie dann auch ihr Auskommen verlieren werden. Und viele Menschen verstehen unbewusst, dass die Funktionen, die sie ausüben, eigentlich gar nicht besonders nachgefragt sind. Wir wissen, dass wir unheimlich viel Wachleute haben, unheimlich viel Wachpersonal zum Beispiel, die versuchen, das auszugleichen, dass wir zu wenig Rechtsschutzorgane haben oder dass sie noch nicht so richtig greifen. Dann gibt es in Russland unheimlich viel kontrollierende Organe, Monitoring-Organe, unheimlich viele Dienste und Behörden und so weiter, die natürlich auch vom Staatshaushalt abhängig sind. Und das sind alles Bürger, Mitbürger, Landsleute, die natürlich auch nicht schlechter leben wollen als in den letzten 10 Jahren und die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und für die ist es absolut rational und vernünftig, ja, das Regime, was jetzt da ist, mit ihrem Wohlstand zu verknüpfen. Sie haben unter anderem auch, es ist nicht Ihr Spezialgebiet, aber Sie haben unter anderem auch mit Firmen aus der Wirtschaft im Consulting-Bereich, als Consulting gearbeitet. Es gibt, wenn man in Moskau lebt, häufig, aber das sagt einem keiner direkt, sondern hinten herum, sehr viel Unmut innerhalb der russischen Unternehmerschaft, auch gerade der größeren, in den größeren Unternehmen, über die Wirtschaftspolitik, überhaupt die Politik der Regierung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, öffentlich wird das nicht verbreitet, man erfährt das aus dritter und vierter Hand. Warum kommt es nicht dazu, dass innerhalb der Wirtschaft sich Kräfte finden, die auf alternative Szenarien für die Entwicklung Russlands dringen und die auch die Möglichkeiten finden, sich hörbar zu machen oder gar Einfluss zu nehmen? Die Antwort fällt mir echt schwer, weil ich mit diesen Menschen, mit diesen Geschäftsleuten, mit diesen Unternehmern nichts zu tun habe, ja, von denen Sie gerade gesprochen haben, die vielleicht Schwierigkeiten sehen und die bereit wären, irgendwas anderes zu machen oder sich beschweren. Sicherlich ist es so, wie Sie es sagen. Ja, die gibt es sicherlich. Wenn man sich die Medien anschaut oder wenn man Aussagen von Wirtschaftsfachleuten anschaut oder auch auf staatlicher Ebene, gibt es sicherlich auch eine gewisse Unzufriedenheit, zum Beispiel mit der neuen außenpolitischen Situation, die ja auch für die Wirtschaft sehr schwierige Rahmen gestellt hat, sehr schwierige Handlungsrahmen. Da gibt es jetzt Schwierigkeiten, auf die westlichen Kapitalmärkte zu kommen zum Beispiel oder auch andere Geschichten, die sich jetzt für die Wirtschaft schwieriger gestalten. Aber niemand wird offen diese Unzufriedenheit aussprechen, weil letztendlich haben wir eine Situation, wo die Regierung praktisch wie so die belagerte Festung jetzt diese Rolle spielt. Wir müssen alle in einem Team sein, weil wir sind eine Festung, die belagert wird. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht so ausdrückliche Widerspruch gibt.
sorry, falsche Sprache. Es ist eigentlich nicht kommod, ist sich öffentlich kritisch auch in der Unternehmerschaft zu äußern. Gibt es denn Überlegungen darüber, wie eine andere wirtschaftliche Entwicklung Russlands aussehen sollte, wie die Politik dazu aussehen sollte? Wer stellt die, wenn überhaupt, an? Und was gibt es da für Modelle, Herr Trudaljubow? Das ist eine mörderische Frage. Keine Ahnung. Also meine Heimat oder meine Lieblingszeitung Wedomosti hat ja gerade eine ganze Serie von Artikeln veröffentlicht, die von Unternehmern geschrieben wurden. Da ging es um Softwareversorgung, um Technologien. Es gibt immer noch Firmen in Russland, teilweise sind sie auch stark und bekannt, wie zum Beispiel Kaspersky, der ja auch außerhalb Russlands arbeitet. Ja, und im Zuge eines Dialogs wurden diese Texte veröffentlicht. Und sie haben auch versucht, in ihren Texten so etwas zu formulieren. Letztlich ist es eine Unterstützung der Produktion in Russland, das nach wie vor bestehende Ökosystem, auch Software, Innovation und so weiter, ist ja nach wie vor alles realistisch und die Menschen arbeiten auch nach wie vor in Russland, obwohl man natürlich verstehen muss, also mal so, ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der jetzt über der Ebene eines kleinen Ladeneigentümers sich befinden würde. Und die sind bei uns zu Hause und bleiben zu Hause. Dann gibt es natürlich Technologiefirmen, die haben ihr Geschäft in Russland, aber auch außerhalb Russlands, mehr oder weniger erfolgreich. Aber die existieren manchmal unter ganz anderen Logotypen und oder ganz anderen Brands. In Russland stellen sie sich auf die eine Art dar, in der Welt auf eine ganz andere. Und sie versuchen auch mit dieser Differenz zu spielen. Viel Software wird nach wie vor in Russland erstellt und geschrieben, obwohl sich das auch ändert und die Menschen ausreisen. Aber das sind so private Geschichten. Das ist auch nur eine Teilantwort auf Ihre Frage. Die Wirtschaft ist derzeit keine selbstständige Stimme. Das wurde ja von Wladimir auch schon gesagt. Die Wirtschaft hat derzeit keine einheitliche Lobby, die kommen würde und sagen würde, so, wir möchten jetzt diese oder jene Politik. Wenn es dazu kommt, dann gibt es auch sehr viele Ideen, die werden dann sicherlich auch ausgesprochen werden. Aber derzeit ist die Wirtschaft eher in die Ecke gestellt, zur Seite gestellt. Die Prioritäten sind anders. Sie sind auch sehr klar. Wenn ein Kritiker persönlich zum Beispiel in den Kreml gehen würde oder zu einem hochgestellten Chef, dann kriegt er eine ganz klare Antwort. Wir sind umzingelt, wir kämpfen und du musst uns jetzt helfen und nicht irgendwas fordern oder um etwas bitten. Ja, diese Logik ist absolut klar auf allen Ebenen zu finden. Und dabei gibt es natürlich auch Leute, die Forderungen oder Bitten haben und die auch erfüllt bekommen, aber die kritisieren. Nicht, ich meinte diejenigen, die eine andere Politik, eine andere Wirtschaftspolitik fordern. Ich meine nicht diejenigen, die irgendwelche Ressourcen haben wollen, Geld, Anteile, Märkte und so weiter. Das ist das Spiel, was gespielt wird. Aber man spricht im Augenblick nicht darüber. Jawlinski, Ökonomist der Jabloko-Partei, ist einer, der das sagt. Es gibt Stimmen, die sagen, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit mehr in Russland, alternative Strategien zu entwickeln, weil alle alternativen Strategien in der Wirtschaftspolitik im Grunde genommen das System per se in Frage stellen und erst einmal abbauen müssten, bevor man dann tatsächlich auch zu entsprechenden weitreichenden Reformen der Wirtschaft kommen könnte. Gibt es Institute oder kleine Gruppen, die sich sozusagen auf einen Tag X und ein Fenster der Möglichkeiten vorbereiten, aber im Moment gar nicht unbedingt bemerkbar sind?
Wissen Sie, das ist eine sehr populäre Denkweise bei vielen Menschen, die ich kenne, die ich schon seit langem kenne. Und ich bin da ein wenig skeptisch eingestellt, also dass man sich jetzt an den Tisch setzen könnte mit den klügsten Köpfen der Welt und dann eine neue Strategie für Russland entwickeln, für den Fall, falls es mal die Möglichkeit geben sollte, diese zu nutzen. Ob es solche Gruppen gibt, dann sage ich ja. Aber dass Russland, in dem es alternative Möglichkeiten geben wird, wird ein anderes Russland sein mit einer ganz anderen Situation in jederlei Hinsicht. Wir kennen dieses Russland im Augenblick nicht. Also wovon ich überzeugt bin, was nicht sein wird, dass plötzlich ein Machtwechsel, ich weiß nicht, dass da plötzlich 1.500 freie Sessel entstehen, die dann durch andere Menschen besetzt werden und dann ganz einfach eine bessere Innenpolitik machen mit Gazprom, den Staatseisenbahnen, besser arbeiten, die Straßen besser kehren. Nein, das wird nicht eintreten. Die Situation wird eine ganz andere sein. Die neuen Menschen werden Gazprom und Rosneft mit dem ganzen Geld erhalten. Es wird etwas ganz anderes sein und man wird mit einer vollkommen neuen Situation fertig werden müssen und mit einer neuen politischen Situation, die kompliziert sein wird. Die Situation jetzt ist einfach, weil sie vertikal aufgebaut ist und in einer freieren Situation wird es viele Kontroversen geben. Die Ukraine zeigt uns das ja und führt uns das vor. Viele Parteien, viele Streitigkeiten und Schwierigkeiten, eine gemeinsame Basis zu finden. Ich weiß es nicht. Der wirtschaftliche Prosperität, größere Einkünfte etc. besagte, der ist seit einigen Jahren nicht mehr akut. Jetzt ist es ein Gesellschaftsvertrag, in dem eine große Rolle spielt, dass die russische Regierung an den Nationalstolz, an das Gefühl, wieder zu den Großmächten auf der Welt zu gehören, appellieren kann. Wenn ich es jetzt provokant sage, Herr Polenz, aus russischer Perspektive ist das mit Syrien hervorragend gelungen. Man hat dem Verbündeten Assad weiterhin gezeigt, dass man zu ihm steht. Man hat Obama gezwungen, mit Putin zu sprechen in New York. Man hat es vermocht, wieder als eine große Macht in den Nahen Osten zurückzukehren, auf der Welt eine Rolle zu spielen und sich noch dazu als eine Vormacht, die nun wirklich auch effektiv gegen den Terrorismus ankämpft, darzustellen. Diese russische Perspektive, wie sehen Sie die aus der deutschen Sicht? Was ist daran dran und was stimmt nicht daran? Ja, also zunächst nochmal ganz herzlichen Dank für die Kooperation bei dieser Tagung an die Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich habe sehr interessiert zugehört und würde ganz gerne in drei Punkten das mal zusammenfassen, was sich, glaube ich, als analytischer Befund nach dieser ersten Viertelstunde rauskristallisiert. Erstens, aufgrund der psychologischen und politischen Verhältnisse, die Frau Schulmann beschrieben hat, hat der Einzelne es schwer, in Russland seine Erfahrungen mit anderen auszutauschen, abzugleichen, einzuordnen und sich mit den negativen Erfahrungen nicht allein zu fühlen. Das wäre ja die Voraussetzung, sich irgendwie zusammenzuschließen, um etwas zu ändern. Und in Massenmedien reden ihm ein, es sei gar nicht so schlimm oder mindestens würde es besser oder es sei deshalb schlimm, weil andere schuld seien. Der zweite Punkt, sehr viele sind staatsabhängig beschäftigt. Und ich will es mal mit meinen Worten sagen, dann sägen wir doch nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen, auch wenn er langsam dünner wird und sich immer mehr durchbiegt. Der dritte Punkt, der auch wieder weiter dazu sozusagen Herrschaftsstabilisierung beiträgt, ist natürlich das Machterhaltungsinteresse derer, die von diesen Verhältnissen profitieren
und die über Machtmittel verfügen und die natürlich jetzt kein unmittelbares Interesse haben, das zu ändern. Wenn man das alles zusammennimmt und noch das mit einbezieht, was Herr Füchs in seinen einführenden Worten gesagt hat, Änderungen müssen von innen kommen, würde man sagen, also da werden wir sie im Augenblick nicht erwarten können, nach dem, was ich gehört habe. Und was heißt das denn jetzt? Es gibt natürlich ein dickes Aber bei der Analyse, denn die schlechten Wirtschaftsdaten, die Sie genannt haben, da hat man ja wenig Hoffnung auf Besserung, weil das ganze russische Geschäftsmodell nicht nachhaltig ist. Also es ist ja nicht jetzt ein konjunkturelles Problem, ist ein tief strukturelles Problem für die russische Wirtschaft. Und jetzt komme ich zu Ihrer Syrien-Frage. Wir wissen aus den amerikanischen Daten, die gelegentlich mal veröffentlicht werden, wie teuer ein Tag Luftkrieg kommt. Das ist für Putin auch nicht billiger. Und die Frage, ob Russland das leisten kann, was die Amerikaner für sich immer als Ziel definiert haben, zwei regionale Konflikte gleichzeitig bewältigen zu können, da gibt es viele, die sagen, das kann Russland nicht und vielleicht läge es auch daran, dass es in der Ukraine im Augenblick etwas ruhiger sei, weil man eben in Syrien jetzt engagiert ist. Ich glaube, wenn sich die wirtschaftlichen Daten weiter verschlechtern, könnte der Punkt kommen, dass es notgedrungen zu irgendwelchen Veränderungen kommen müsste. Und dann vermute ich aber, kommen sie doch wahrscheinlich eher von oben als von unten. Aufgrund der Dinge, die Sie, finde ich, brillant gerade dargestellt haben. Wo ich wirklich nicht sehe, wie jetzt sozusagen bei den ganzen Vorgaben, man könnte noch ein paar andere Fakten dazu aufschreiben in diese Liste, da von unten Veränderungen kommen könnten. Und da müsste man sich dann vielleicht darauf vorbereiten, an welchen Punkten denn dann eine wirkliche Modernisierungsstrategie Russlands ansetzen müsste. Und ich glaube, es nach wie vor, es gibt ein paar Schlüsselschrauben, an denen man entweder dreht, und wenn man an denen nicht dreht, dann kommt Russland überhaupt nicht richtig auf die Beine. Das ist, für mich ist das A und O die Frage der Rechtssicherheit und das Vertrauen, dass das, was man selber leistet, einem dann auch irgendwie zugutekommt und dass man selbst etwas auf die Beine stellen kann. Und diese Rechtssicherheit hat dann eben zur Folge, dass man eine unabhängige Justiz bräuchte. Und solange man das eben nicht hat, jetzt knapp, wird eben weiter das Geld, so schnell es geht, außer Landes geschafft und nicht in Russland investiert. Also wenn an der Schraube nicht gedreht wird, dann können wir über alles mögliche andere lange reden, dann wird die russische Ökonomie nicht auf die Beine kommen und wird eben weiter vom Ausverkauf des letzten Öles und Gases leben. Der wird schneller, das wird schneller da sein, als man denkt, wenn es nicht Arrangements mit den Amerikanern gibt. Denn sonst werden die Sanktionen nicht aufheben und Russland wird die Technologien nicht bekommen, die man braucht, um die noch in Sibirien etwas tiefer liegenden Energieressourcen überhaupt zu heben. Gerade in Russland sehr viele Befürchtungen, dass wenn es dem russischen System immer schlechter geht, insbesondere wirtschaftlich unter Druck, aber nicht nur, dass das nicht unbedingt zu einer Modernisierungsbereitschaft plötzlich führen wird, sondern im Gegenteil zu einer Verhärtung, Selbstisolierung und auch dazu, dass man das hohe Niveau auch letztendlich im Rating des Präsidenten, das hohe Niveau von fast 90% Zustimmung, dessen Geisel man im Grunde genommen auch jetzt mittlerweile ist in der russischen Führung, dass man das halten muss und nur halten kann, indem man auf anderem Wege weiter eskaliert beispielsweise. Haben wir da eigentlich Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen? Also Herr Voswinkel, als Herr Füchs ein bisschen noch die Bundeskanzlerin paraphrasierend von der selbstverständlich immer gegebene Möglichkeit von Alternativen gesprochen hat, habe ich ihm zugestimmt. Es gibt eben aber nicht nur Alternativen in eine positive Richtung, es kann immer auch noch schlimmer kommen. Und im Moment hätte ich auch eher die Befürchtung, nach den objektiv gegebenen Daten, dass es die Anzeichen, es käme schlimmer, haben eine größere Plausibilität für mich, als dass es würde besser.
Und weil eben Putin in den ersten 10 Jahren die Zustimmung sozusagen durch die Verteilung materieller Güter aufgrund der steigenden Energiepreise für sich organisieren konnte, das ist aber jetzt bei sinkenden Energiepreisen eben zunehmend weniger möglich. Und weil der Staatsapparat gleichzeitig aufgebläht wurde, bräuchte er eigentlich noch wesentlich mehr dafür, um den Wohlstand einigermaßen zu halten oder zu vermehren, besteht die Sorge, dass er weiter auf die Lieferung immaterieller Güter ausweicht, sprich ideologische Verhärtung, äußerer Feind und dazu dann eben durch Aktionen die Stimmung liefert, die man braucht, um, wie man so schön sagt, rallying around the flag, also die Menschen hinter sich zusammenzubringen nach dem Motto, jetzt, wo es so schwierig ist, jetzt müssen wir doch zusammenstehen und alles andere machen wir später. In einer Untersuchung dieses neuen Budgets des Haushaltes für 2016 der Higher School of Economics in Moskau steht beispielsweise drin, ich fand das ganz beeindruckend, dass von 100 Rubeln, die ausgegeben werden, 19 Rubel in Verteidigung und Sicherheit gehen. Ich glaube, es waren etwa 3 Rubel in die Gesundheit, in das Gesundheitssystem, Gesundheitsfürsorge und 3,6 Rubel in die Bildung. Man sieht also, worauf sich die russische Regierung im Moment konzentriert. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu Syrien, zum russischen Engagement in Syrien. Herr Fadalow, was hat die russische Regierung dazu getrieben? Was will sie erreichen und was wird sie Ihrer Meinung nach erreichen in Syrien? Eine gute Frage. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der die russische Regierung eine Situation ausgenutzt hat, wo sie unbedingt reagieren musste, wo sie handeln musste und hat diese Situation bewusst ausgenutzt, um andere breiter gesteckte Ziele zu erreichen, um eine breitere außenpolitische Positionierung zu gewährleisten. Und die russische Einmischung in den Syrien-Konflikt ist dadurch hervorgerufen worden, dass Präsident Assad und seine Streitkräfte an den Schlüsselfronten in der Provinz Idlib zum Beispiel sehr schlecht dastehen, dass ISIS, nein, die islamistische Opposition, Danusa und so weiter und die Al-Qaida, dass sie nach Latakien durchbrechen können und dann auch Damaskus erreichen. Und als klar wurde, dass das, was der Iran nach Syrien schickt, die haben hier auch Hisbollah, also und die Revolutionswächter fort, dass das nicht ausreicht, musste was getan werden. Und es wurde entschieden, ja, es muss interveniert werden und Assad und den iranischen Verbündeten eine effizientere Luftunterstützung bereitzustellen mit besserem Gerät. Und dann sagte man sich, da wir nun schon mal gezwungen sind, dies zu tun und da das auch auf Kritik stoßen kann, warum sollte man das nicht wirklich noch mal ausnutzen und einen breiteren Vorschlag zu machen und die Beziehung zum Westen umzuformatieren, die durch die Ukraine wirklich in eine Sackgasse geraten sind, um aus der Isolation zu kommen und die eigene außenpolitische Agenda anderen aufzuzwingen und den Westen dahin zu drängen, dass er, der Westen, Russland etwas zurückhaltender kritisiert und vielleicht die Sanktionen, die aufgrund der Ukraine verhängt wurden, etwas lockert. Und der Plan ist eigentlich aufgegangen, weil man hat wieder begonnen, mit Russland zu reden. Und diese wunderbare Episode Ende August, Anfang September, als Lavrov, der russische Außenminister, immer wieder gesagt hat, dass wir bereit sind, mit Barack Obama und dem Weißen Haus zusammenzutreffen. Und dann kamen in Latakia die
russischen Kampfjets an. Vorher wollte man nicht, danach wollte man plötzlich. Und das ist eine Art geopolitischer Erpressung. Natürlich, aber schön versteckt. Und das hat funktioniert. Also einen Durchbruch zu erreichen, aus der Isolation herauszukommen, das hat man erreicht. Nicht vollständig, aber man hat doch einiges erreicht. Und wir haben es hier noch mit einem Paradoxon zu tun, mit einer paradoxen Sache. Diese Außenpolitik, und das ist eine neue Sache, eine neue Erscheinung in unserer Geschichte, die Außenpolitik hat sich von der Wirtschaft stark gelöst. Wirtschaftliche Überlegungen, die wirtschaftliche Sicherheit spielen eine untergeordnete Rolle. An erster Stelle stehen die geopolitischen Ambitionen. Und das spielt man dann auch im innenpolitischen Diskurs aus. Und wir wissen eigentlich nicht, wie das Verhältnis zwischen den Plus- und Minusgeschichten für die russische Regierung aussieht. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht und wie dieser außenpolitische Unilaterismus eines Tages ausgehen wird, weil mit der Ukraine und Krim, und der Krim hat das ja wirtschaftliche Folgen gehabt, also Sanktionen, Kapitalflucht und wir sehen ja dann auch noch den Erdölpreisverfall und andere Dinge. Was aber Syrien anbetrifft, so hat Syrien noch nicht zu größeren wirtschaftlichen Schäden geführt. Ich gehe jetzt nicht auf den Flugzeugabsturz und den mutmaßlichen Terroranschlag ein. Das kann natürlich für den Fremdenverkehr eine ganze Menge bedeuten. Und was die militärische Operation selbst anbetrifft, die Ausgaben dafür belaufen sich vielleicht auf 500, 700, 800 Millionen Dollar im Jahr. Und ob sich Russland eine Zwei-Fronten-Operation erlauben könnte, was den Osten der Ukraine anbetrifft, das läuft alles ganz anders da. Sowohl auch die Größenordnungen, die Mittel betreffen, zumal es da jetzt keine aktiven Kampfhandlungen mehr gibt. Die Operation in Syrien, wenn es zu keinen Gegenreaktionen, also Terroranschlägen kommt, also was die wirtschaftlichen Folgen anbetrifft, die sind eher minimal und noch sozusagen umgekehrt. Der russische Aktivismus in Syrien schafft die Bedingungen dafür, dass der Westen vielleicht seine Sanktionen herunterfährt. Und jetzt geht es erstmal nur um eine Verlängerung der Sanktionen für 6 Monate und nicht ein Jahr. Also in dieser interessanten Situation würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass diese aktivistische Außenpolitik der russischen Führung politischen und wirtschaftlichen Schaden zufügt, eher umgekehrt. Zu einem langen werden kann, dass Russland in einen, nachdem es vielleicht einen, wie in Moskau gesagt wird, kleinen siegreichen Feldzug haben wollte, in eine längere militärische Auseinandersetzung, die dann auch Russland nicht nur in finanzieller Hinsicht teuer zu stehen kommt, hineingezogen wird. Das ist natürlich wirklich das Risiko. Und das bis zum Schluss durchzurechnen, das kann man einfach nicht. Das hängt von der Situation an den Fronten ab, von der syrischen Armee, davon, wie produktiv letztendlich auch die politischen Verhandlungsprozesse ablaufen werden. Wir sehen ja, wir werden dieses Wochenende wieder ein weiteres Treffen der Kontaktgruppe haben. Und wenn die Verhandlungen Ergebnisse zeitigen werden, gut, dann gibt es natürlich die Chance, das vielleicht auch relativ schnell stoppen zu können. Also die unmittelbaren Kampfhandlungen, wenn alle Parteien von doch gemeinsamen Zielen und Interessen sich leiten lassen. Wenn sich die Verhandlungsprozesse hinziehen werden und keine Ergebnisse zeigen, dann gibt es natürlich tatsächlich auch das Risiko, dass das alles sehr langwierig wird und zehrend wird.
Also man kann es jetzt nicht sagen. Und die russische Führung möchte keine langwierige Operation. Alle öffentlichen Bewertungen sagen bislang maximal 3-4 Monate. Aber wie gesagt, das hängt eben sehr davon ab, wie auch die Truppen vorwärts kommen in ihren Operationen. Meinungsumfragen, bei aller Vorsicht, Meinungsumfragen in Russland gegenüber, wenn man Meinungsumfragen derzeit liest, gibt es weit verbreitet in der russischen Bevölkerung die Angst vor dem Krieg. Aber auf der anderen Seite löst das Syrien-Engagement der russischen Streitkräfte offensichtlich nicht diese Angst aus. Wie ist das zu erklären? Auf der einen Seite sagen viele, bloß keinen Krieg, auf der anderen Seite schauen sie zumindest passiv zu, während Russland in Syrien bombardiert, wenn sie nicht sogar zustimmen. Das ist eine gute Frage und ich habe auch eine Antwort. Ich denke, ich habe die Antwort. Und zwar folgende. Das habe jetzt nicht ich selbst gesagt. Ich hätte das gerne gesagt, weil ich finde, der Satz ist sehr gut. Alte Diktaturen, Diktaturen der Vergangenheit, haben zu 80% aus Gewalt und zu 20% aus Propaganda bestanden. Die heutigen Diktaturen oder Autokratien bestehen zu 20% aus Gewalt und zu 80% aus Propaganda. Ja, und wenn wir uns Meinungsfragen anschauen und Aussagen, egal welche Aussagen der öffentlichen Meinung in Russland, muss man Folgendes wissen. In den letzten Jahren gab es wirklich zu einem starken Propagandabearbeitung der russischen Bürger durch die staatliche Propaganda. Auch das ist ja alles nicht neu. Das Neue ist, dass diese Propaganda jetzt so einen postmodernistischen Charakter trägt, würde ich mal sagen. Und von den Menschen, auch das ist schwierig zu verstehen, schwer zu verstehen. Man meint, die Leute nehmen das ernst. Man meint, das Fernsehen würde die öffentliche Meinung Russlands bilden. Aber die Menschen, die sich das alles anschauen, schauen sich das wie eine Seifenoper an. Ja? Die Ratings, die hohen Ratings, das sind, wenn Sie so wollen, das Rating für Fernsehsendung. Den Menschen gefällt das, was sie sehen. Sie gucken gern. Das ist eine Art Vergnügen, ja. Und sie möchten eben auch weiter so etwas sehen, ein bisschen unterhalten werden. Es mag unmoralisch klingen, weil die Leute zeigen natürlich dass auch eine gewisse Verantwortungslosigkeit und fehlendes Verständnis, dass hinter diesen Bildern ja auch tatsächlich Tod von Menschen steht. Aber obwohl es ein bisschen unmoralisch ist, ist es doch eine Tatsache. Es ist ein bisschen ein Paradox, wie unsere außenpolitische Tätigkeit und Aktivität von den Menschen aufgefasst wird. Den Menschen gefällt es, wenn wir mitmischen mit anderen auf Augenhöhe, wenn wir somit zeigen, bitteschön, wir haben Kraft, wir sind da. Das ist die eine Seite. Und von der anderen Seite gibt es doch ein tiefes Trauma. Ich würde es fast als Afghanistan-Trauma benennen. Aber da ist natürlich auch noch das Gedächtnis an den Zweiten Weltkrieg vorhanden. Und das ist ein Trauma des Verlustes von Menschen. Ich denke, dass wir jetzt in der ukrainischen Richtung uns nicht weiter bewegen, ist dadurch zu erklären, weil Tote aus der Ukraine zurückkamen. Und da haben die Menschen echt schlecht drauf reagiert. Die Umfragen in 2014, in diesen Umfragen haben die Menschen unsere Hilfe in der Ostukraine gefördert und unterstützt, die Hilfe für die Aufständigen und so weiter. Und nur eine ganz kleine Menge von Menschen hat für eine militärische Einmischung gesprochen. Die öffentliche Meinung fordert somit, dass wir einerseits aktiv sind, und das ist ein bisschen absurd, ja, aber gleichzeitig keine Verluste dabei erleiden. Das ist natürlich infantil, das ist nicht realistisch, aber die Forderung ist deswegen trotzdem da. Was jetzt die Syrien-Operation betrifft, da haben wir im russischen Medienraum vom Staat sehr aktiv die Meinung, dass es nur reine Luftangriffe seien, dass wir nicht am Boden kämpfen, dass wir nicht mit Bodentruppen kämpfen werden, dass es eine kurze Operation sein wird, ja, wie Kollege Frohloff gesagt hat, 3-4 Monate. Warum tut man das? Einfach, um die Angst wegzunehmen, die Angst, dass auch hier vielleicht Tote nach Russland zurückkommen.
zurückkommen werden. Warum verdecken wir auch die Verluste und die Toten in der Ukraine? Warum nimmt man hier solche große Anstrengungen vor? Eben, weil es dieses Trauma gibt, weil es die Angst der Bevölkerung gibt und weil die Regierung befürchtet, das hier wieder aufkommen zu lassen. Wenn es Verluste in Syrien geben sollte, dann wird diese Information auch verzerrt, verdeckt, verheimlicht werden. Deswegen ist auch diese Terrorversion mit dem Flugzeugabsturz auch nicht von den offiziellen Medien verbreitet worden, obwohl es ja außenpolitisch sogar gut scheint, man hätte wieder zeigen können, dass wir hier einen gemeinsamen Feind haben. Ja, das war wie in 2009. Damals hat dieser Terrorakt ja, oder 2011, damals hatten wir diese gemeinsame Front mit den USA, Kampf gegen Terror aufbauen können. Außenpolitisch unternimmt man solche Bemühungen vielleicht, aber innenpolitisch sagt man, das war kein Terrorakt. Wenn es Terrorakt waren, dann war vielleicht von irgendwelchen englischen oder sogar amerikanischen Geheimdiensten inszeniert. Ja, warum sagt man so ein Müll? Erstens mal, weil es wiederum im Fernsehen ja spannend sein muss. Also dieses, es muss alles sehr farbenfroh sein, alles sehr verrückt sein. Und Menschen lieben Konspirationen, sie mögen solche Verschwörungstheorien. Das ist immerhin interessanter als die traurige Wahrheit. Und zweitens mal darf man ja nicht zugeben, dass wir uns da irgendwo in irgendwas rein bewegt haben, rein lavriert haben und dass deswegen unsere Menschen umkommen. Ja, das können wir ja so nicht zugeben. Wie macht man das, irgendwo mitzuspielen und aber nicht zahlen zu müssen? Wie kann man diesen Widerspruch lösen? Ja, auch wieder in diesem neuen Informationsraum, Propagandaraum, wo vieles geschieht, was jetzt wir sehen, jede Familie vor ihrem eigenen Fernseher, in eigenem Wohnzimmer, 80% Propaganda, 20% Gewalt. Terroristischen Akt gegen das Flugzeug über der Sinai-Halbinsel betrifft. Wie ist denn da die Reaktion in Russland gewesen? Auf der einen Seite haben viele gesagt, das wird ein Schlag für Putin sein, weil im Grunde genommen zum ersten Mal viele russische Menschen sterben müssen aufgrund des syrischen Engagements. Auf der anderen Seite, so scheint es zumindest, erweist es sich, dass viele Menschen gar nicht so denken. Und deswegen, selbst wenn man mittlerweile auch offiziell von einem möglichen Terroranschlag auf das Flugzeug spricht, deswegen nicht kritischer beispielsweise die Politik der eigenen Regierung in Syrien sehen. Ist das so oder wie verfolgen Sie das? Seitdem die Anarchisten und Nihilisten angefangen haben, seinerzeit auch Könige, Minister und so weiter umzubringen und wir jetzt die neuen Terroristen haben, die normale Menschen umbringen, haben fast alle Terrorakten doch dazu beigetragen, dass die Machtstrukturen im Land gestärkt werden, neue Möglichkeiten dafür geschaffen werden, neue Freiräume geschaffen werden. Die öffentliche Meinung ist natürlich auch erstmal wieder, sich um die eigene Fahne, um die eigene Regierung zu versammeln, sich stark zu machen, sich zu schützen. Gemeinsam sind wir stark. Von außen kommt vielleicht eine Gefahr, da müssen wir gemeinsam etwas dagegen tun. Das ist das eine. Das zweite, was vielleicht ein bisschen widersprüchlich dazu scheint, ist das, was ich auch schon angesprochen habe. Menschen lieben keine Opfer. Ja, ich überlege jetzt, wie ich sage, wenn es Opfer geben würde, dann würden sie vielleicht Putin gegenüber schlechter dastehen. Das Rating hat sich jetzt nicht geändert, aber trotzdem gibt es eine gewisse Unzufriedenheit, die sich auf die Politik auswirkt. Ich möchte das mal am ukrainischen Beispiel erklären. In Russland gibt es ja nicht diese direkte Beziehung zwischen Gesellschaft und Regierung wie in einem demokratischen Staat. Daraus sollte man aber nicht folgern, dass der Staat nicht darauf hört, was die Öffentlichkeit möchte. Eine gewisse Verbindung gibt es schon. Es ist bloß keine direkte Linie, sondern es ist seltsam, verzerrt. Die Mechanismen und diese Rückkopplungskanäle, die es eigentlich geben sollte, zum Beispiel über Soziologie, über Medien und so weiter,
über zivilgesellschaftliche Organisationen, über diesen dritten Sektor. Diese Kanäle gibt es in Russland nicht oder sie sind verzerrt, seltsam. Aber trotzdem versucht der Staat zuzuhören, die Regierung zuzuhören, was die Menschen wollen. Etwas anderes ist, was sie denn hören, ob das Signal, das ankommt, vielleicht auch verzerrt ist. Wie gesagt, die ganzen Wege, das ist alles verzerrt. Auch die Vorstellung übereinander, die Bevölkerung über die Regierung und die Regierung über die Bevölkerung, auch das ist irgendwie komisch, seltsam verzerrt. Aber das heißt nicht, dass die zwei Kräfte sich ignorieren. Die Öffentlichkeit denkt ja auch, dass alles, was die Regierung tut, irgendein Signal für uns bedeutet. Was will die Regierung uns damit sagen? Und dabei vergessen wir oft, dass die Regierenden mit sich selbst zu tun haben, mit sich selbst kommunizieren. Und andererseits, ich wiederhole mich jetzt, versucht die Regierung darauf zu hören, was in der Gesellschaft passiert, hat keine passenden Instrumente dazu, weil sie die Instrumente selber teilweise zerstört hat, macht geheime oder öffentliche Umfragen, um hier Wahrheit abzuschöpfen, glaubt teilweise an die eigene Propaganda, glaubt an die eigenen Umfragen, obwohl sie selber wissen, dass sie diese soziologischen Dienste so aufgebaut haben, dass sie auch ein gewisses Ergebnis bekommen. Wie gesagt, ist alles sehr kompliziert. It's complicated. Und es ist tatsächlich so, und das muss man auch so verstehen, jegliche Vereinfachung, jegliche einfache Behauptung darüber, was in Russland passieren würde, wäre einfach off the mark, falsch, führen uns in die falsche Richtung. Und deswegen muss ich jetzt hier so antworten, es scheint ein Widerspruch in sich zu sein, was ich gesagt habe, aber es ist so. Und wenn wir über ein politisches System wie in Russland etwas behaupten, müssen wir zur gleichen Zeit sofort das Entgegengesetzte behaupten. Und diese konfrontativen widersprüchlichen Prozesse werden tatsächlich zur gleichen Zeit im gleichen Raum passieren. Jetzt habe ich alle endgültig verwirrt. Ich möchte vielleicht ergänzen, was das Syrien-Sujet betrifft. Da ist die öffentliche Meinung doch recht vorsichtig oder verhält sich vorsichtig. Wenn wir die letzten Levada-Umfragen sehen, da sind 22% dagegen, gegen eine militärische Einmischung in Syrien, und 66% sind gegen Bodenoperationen. Ja, gegen Entsendung von Bodentruppen. 17% verstehen überhaupt nicht, was wir da tun. Und 39% haben Angst, dass unter den russischen Militärangehörigen wieder Opfer entstehen werden. Und dieser Zustand, diese gewisse Vorsicht, Besorgnis, ja, trotzdem gibt es eine Unterstützung, die aufgewachsen ist innerhalb eines Monats bis zu 53%. Wir wissen bislang viel zu wenig über das Syrien-Sujet, um irgendwelche Entscheidungen treffen zu können oder eine Meinung zu haben. Und die Regierung wird sicherlich keine Bodentruppen einsetzen, wird sicherlich keine Bodentruppen entsenden. Das ist logistisch schon mal nicht möglich. Das schaffen unsere Streitkräfte gar nicht, eine solche Gruppierung aufzustellen. Und dann müsste man dafür auch Reservisten einberufen. Und das ist nun wirklich ein Eingriff in das Leben von Menschen, die auch nicht mehr jugendlichen Alters sind. Und das wird dann richtig unangenehm. Und deswegen denke ich auch nicht, dass das wahrscheinlich ist. Das wird die Regierung nie machen. Dann gestatten Sie mir, dass ich auch noch ein bisschen was ergänze. Jetzt zu den Ideen meines Kollegen Frolov. Letztendlich ist es ja eine Bestätigung dessen, was ich bereits gesagt habe. Diese Umfrageergebnisse zeigen ja auch und bestätigen die Idee, dass wir schön irgendwo erfolgreich kämpfen wollen, aber wir möchten dafür nicht zahlen, keine Opfer bringen und so weiter. Und wir hoffen auch, dass es keine Opfer geben wird. Dieses Afghanistan-Trauma, über das ich schon gesprochen habe, worin besteht das für die Gesellschaft und für die Regierung? Das sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Für die Gesellschaft besteht es in sehr schwierigen Erinnerungen über große Verluste. Es wurden ja sehr viele junge Menschen zum Wehrdienst einberufen, die dann leider nicht mehr zurückkehrten, sondern im Sarg vielleicht zurückkam. Und für die Regierung gibt es eine eigene Legende über die Afghanistan-Kampagne. Jetzt heißt es, es war eine Falle, wo die bösen Amerikaner uns reingelockt haben. Und wir wurden in diesen Konflikt hereingelockt. Dann haben wir dort sehr viel Geld und Kraft
investiert, Menschen verloren, die Wirtschaftssituation war sowieso auch schon schwierig. Das haben deswegen alles die Amerikaner erfunden. So, das war deren Ding. Und deswegen ist dann letztendlich auch die Sowjetunion auseinandergebrochen. Jetzt sind wir schlauer. Jetzt kriegt man uns nicht mehr so dran wie seinerzeit. Das sagt die Regierung. Wir sind also diese zwei Informationen, die auch im kollektiven Bewusstsein unbewusst vorherrschen. Ja, in der Bevölkerung und auch unter der regierenden Nomenklatura. Übrigens, deswegen ist es auch so schwierig, den Terrorakt anzuerkennen. Denn wenn man offiziell sagt, wenn Russland offiziell sagt, das war ein Terrorakt gegen das Flugzeug, dann werden die Leute anfangen zu sagen, oder irgendwo muss man zur Verantwortung ziehen. Ja? Dann möchten sie einen Verantwortlichen dafür haben. Und das will die Regierung derzeit sicherlich nicht. Man versucht jetzt ein Narrativ deswegen zu erfinden für diese Geschichte. Und ich glaube, hier gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Wenn es tatsächlich ein Terrorakt war, dann wird man hier reagieren müssen, ja, wenn es ein Racheakt war. Jeder Staat, der was für auf sich hält, kann natürlich nicht unbeantwortet lassen, wenn so viele eigene Bürger umkommen. Aber die Formen selbst sind dann natürlich mit noch mehr Problemen behaftet, wie wenn man das einfach alles totschweigt und ja, so drüber weggeht. Es gibt noch eine Sache, rein militärisch. Diese Syrien-Kampagne hat da auch großen Vorschub gebracht. Die Militärs sehen jetzt sehr gut aus. Ja, sie können über Erfolge berichten. Und der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte und auch andere professionelle Militärangehörigen haben jetzt gesagt, bitteschön, wir haben in Russland ein Exportprodukt. Wir können gegen internationalen Terrorismus kämpfen, hocheffizient, mit wenig Blut. Die Amerikaner schaffen das nicht, weder in Syrien noch im Irak noch in Afghanistan. Wir schaffen das und wir können anderen Ländern und in andere Regionen dieses Produkt exportieren. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Standpunkte. Wenn man, Sie können zu Syrien etwas sagen, aber mich interessiert auch ein Punkt, wenn man das jetzt ein bisschen wieder vereinfachend, ich mache es mal, zusammenfasst, Russland agiert stark aus einer inneren Schwäche heraus, setzt sehr stark auf das Element auch der Unvorhersagbarkeit. Wie kann man in der Außenpolitik aus deutscher, aus europäischer Perspektive damit umgehen? Wie sollte man damit umgehen? Erstmal ist Unvorhersehbarkeit der eigenen Außenpolitik verdammt gefährlich. Also man lebt eigentlich in den internationalen Beziehungen davon, dass man sie möglichst so organisiert, dass man verlässliche Erwartungen entwickelt. Sowas nennt man Vertrauen. Und Überraschungen sind in der Außenpolitik eigentlich grundsätzlich von übel. Und daran müsste man Herrn Putin dann vielleicht auch erinnern. Ich finde ja diesen Einsatz in Syrien aus russischer Interessenlage brandgefährlich, weil er wirklich alles andere als zu Ende gedacht ist. Auf wessen Seite hat Russland denn eingegriffen? Es hat eingegriffen auf Seiten von Assad, der wegen seines Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung schon in der Arabischen Liga isoliert war. Nun kann man von der Arabischen Liga heute vieles halten. Es gibt sie im Grunde handlungsfähig nicht mehr. Wir wollen jetzt auch nicht in eine Nahostdebatte eintreten. Aber es ist schon in der arabischen Welt angekommen, dass Assad Fassbomben auf Kinder und Frauen und Wohnviertel werfen lässt. Und auf dessen Seite greift Russland jetzt in einen Konflikt ein. Es greift zweitens auf der Seite des Iran in einen Konflikt ein, denn der Iran ist der zweite Alliierte von Assad. Und spätestens da wundert mich, dass in Russland strategisch denkende Personen nicht gewarnt haben. Denn in der Region findet auf syrischem Territorium ein Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien statt. Saudi-Arabien als sunnitischer Vormacht und dem Iran als schiitischer Vormacht. Die Sunniten sind unter den Muslimen die Mehrheit auf dieser Welt. Und sie sind vor allen Dingen in Russland die vorherrschende
Konfession. Und die Auswirkung, und das ist ja auch die Gefahr bei diesem Konflikt, den ich selber nicht primär religiös framen würde, der aber von den beiden Vormächten massiv religiös sozusagen überhöht wird, um der Sache den richtigen ideologischen Drive zu geben, dass das ohne Auswirkung auf die muslimische Bevölkerung in Russland bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, wenn ich auf den Kaukasus schaue und wenn ich dann noch einbeziehe, dass wir bei IS doch in die Tausende gehenden, das sind die Zahlen, die man jedenfalls lesen kann, Kämpfer aus Tschetschenien haben. So, also das macht doch dann erst einmal die Analyse für die russische Seite einigermaßen vollständig. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, wie Russland aus dieser Bredouille wieder rauskommen könnte. Und das wäre in der Tat dann auch für uns eine Hoffnung, dass Russland tatsächlich zu der Erkenntnis kommt, ein stabiler Friedensschluss in Syrien liegt auch in russischem Interesse. Eine Minderung oder eine ein Vermindern der Spannung zwischen Iran und Saudi-Arabien liegt auch in russischem Interesse. Auch in die Richtung müsste man gemeinsam wirken. Und es geht dann jetzt nicht primär darum, da an irgendeine Ecke irgendwie Land zu gewinnen, sondern der Konflikt in sich ist auch so gefährlich für Russland selbst, dass es tatsächlich ein massives Friedensinteresse gibt. Und in der zweiten Runde kann man dann an ihren Gedanken anknüpfend sich immer noch profilieren als Terrorbekämpfungsspezialist im Kampf gegen IS. Aber da würde eben zur Analyse dazugehören, dass IS nicht besiegt werden kann, solange Assad an der Macht ist. Aber das wäre ein anderes Thema und wir haben heute keine Nahostdiskussion. Ich kann gerade, weil ich heute aus Moskau gekommen bin, einblenden, das Ganze kommt auch bei der russischen Bevölkerung an. Meine Kinder gehen auf einen russischen Kindergarten, eine russische Schule, und wir haben mehrere Mails in den letzten Tagen bekommen von anderen Eltern, die wiederum aus Kreisen des Innenministeriums erfahren haben wollen, dass 18 Selbstmordattentäter nach Moskau unterwegs seien. Was ich damit sagen will, ist, sie sehen, das Thema bewegt dann doch letztendlich die Menschen, und sei es in solchen Falschmeldungen. Und es ist natürlich auf der anderen Seite ein Thema, das insbesondere die Sicherheitsbehörden in gewisser Hinsicht zumindest stärken. Vielleicht kommen solche Gerüchte auch aus solchen Motiven auf. Sie wollten ansetzen an das Thema? Ja, das habe ich auch gehört, dass am nächsten Wochenende in Handelszentren, in Shopping-Malls in Moskau Terroranschläge zu befürchten sind, die Miliz macht mobil, und das ist schon seltsam, dass solche Informationen über Kanäle durchsickern, die keinen Zugang zu operativen Informationen haben. Ich habe das von einer Bekannten gehört, die weder etwas mit den Geheimdiensten, überhaupt mit der Staatsverwaltung zu tun hat, die sogenannten Menschen auf der Straße, die plötzlich solche Dinge sagen. Wer verbreitet solche Informationen? Das sind ja keine Materialien oder keine Informationen, die aus dem Terrorbekämpfungsstab durchgesickert sind. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, was da läuft. Und die Leute sind besorgt. Und wenn die Menschen besorgt sind, umso leichter sind sie zu steuern. Und nicht nur solche Bedrohungen, die Bedrohung durch Terroranschläge sind ein gefundenes Fressen für die Dienste. Das liegt auf der Hand. Und was die These anbetrifft, dass Russland nicht strategisch denke und auch nicht verstünde, dass der Syrien-Konflikt für Russland schlecht ist, vielleicht denkt unser politisches Regime nicht strategisch, aber mit der Taktik haut alles hin. Und Russland käme jetzt ein Erdölpreiswachstum zugute, und jeder Konflikt zwischen den Erdölgewinnenden oder fördernden Ländern treibt die Preise in die Höhe, wenn Saudi-Arabien und der Iran sich kriegsmäßig in die Wolle bekommen, dann steigen die Preise, und wir sprachen über den Staatshaushalt für 2016. Und schauen Sie mal, das ist ein offenes Dokument, das kann man lesen, analysieren, da muss man durch keine Schlüssellöcher schauen.
Welcher Gedanke wird da vermittelt oder welche Idee? Also eine Erhöhung der Sicherheitsausgaben, der militärischen Ausgaben wesentlich und Verringerung der Ausgaben für Bildung und Gesundheitswesen. Alles andere ist mehr oder weniger gleich geblieben. Und welche Message vermittelt man uns damit in diesen Haushaltsdokumenten? Also wir wollen ein bisschen stillhalten, ein bisschen sparen und warten, bis alles wieder beim Alten ist und werden derweil unsere Geheimdienste und unsere Streitkräfte schön mit Geld versorgen, weil das die Grundlage unseres Regimes ist. Ein klarer Gedanke und der wäre ja wohl auch rational, weil es geht ja hier um die Erfahrung der vorherigen Wirtschaftskrise von 2008 und 2009, der in ein Erdölpreiswachstum mündete und unser System noch bis 2014 über Wasser hielt. Und offizielle Persönlichkeiten lassen verlautbaren, sie haben diese Legende da und sagen, wir müssen 2 Jahre durchhalten und dann wird es wieder so sein, wie Fedun gesagt hat von Lukoil, dann wird das Erdöl 100 oder vielleicht sogar 120 Dollar pro Barrel kosten. Und Sechin von Rosneft hat das auch gesagt. Das heißt, in diesen Kreisen hegt man diese Hoffnungen. Und warum das in 2 Jahren so sein sollte mit den Erdölpreisen, vielleicht wird es einen großen Krieg geben oder im Nahen Osten. Entspricht das nun den russischen Interessen, dass das Terroranschläge nach sich ziehen könnte? Dann nein, aber zynisch gesprochen, ja, was kümmern uns Terroranschläge? Da erhöht sich das Ranking der Regierung, aber wenn die Erdölpreise steigen würden, das wäre ein Glück und dafür könnte man auch was tun. Ja, noch eine Bemerkung zur Unvorhersagbarkeit der russischen Außenpolitik und zur These, dass Moskau verstehen müsse, dass das schlecht ist. Ich sehe nicht, dass Moskau sehen würde, dass das schlecht ist. Nein, Moskau sieht in dieser Unvorhersagbarkeit seine Stärke. Und was ist Unvorhersagbarkeit? Sie erlaubt es, die strategische Überraschung zu maximieren. Und wenn der Partner die Ziele und die Mittel nicht wirklich versteht, die Russland für das Erreichen seiner Ziele einsetzen wird, dann wird der Partner oder Gegner viel vorsichtiger darauf lauschen, was Moskau sagt und wird wohl auch eher geneigt sein, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und der Vorteil der russischen Politik vor 20 und 14, wo alles mehr oder weniger vorhersagbar war, wo wir versucht haben, Integration und Kooperation mit dem Westen anzustreben, ja, okay. Und das führte nicht zu den Zielen. Und nach 20 und 14, als wir den Kurs geändert haben, stellt man fest, das läuft ja und die Unvorhersagbarkeit zahlt sich aus. Ja, das würde ich auch sagen, die Unvorhersagbarkeit ist eigentlich die Waffe der Schwachen. Wer nicht genügend Ressourcen hat, der sollte dann eben mehr Krach machen, als er Handlungen zu vollziehen in der Lage ist. Und entsprechend dann, wenn man schon durch reale Möglichkeiten keine Bedrohung darstellen kann, dann wenigstens durch Unvorhersagbarkeit. Das ist ein Asset. Wir haben über die Ukraine gesprochen, Herr Fradov. Was ist das Ziel Russlands in der Ukraine jetzt? Es gibt liberale Stimmen in Moskau, die sagen, Putin hat quasi die Ostukraine an die Ukraine zurückgegeben. Die Ukraine ist nicht mehr das wichtige Territorium, auf dem er geopolitisch tätig ist. Aber was sind die, wenn das nicht mehr in einer Form auch einer Autonomie oder einer Abspaltung der Ostukraine, wenn es nicht mehr in kriegerischer Form der Fall ist, was sind die Ziele Russlands in der Ukraine jetzt? Tja, die Ukraine, da ist im Augenblick alles ruhig. Was soll da im Augenblick groß laufen? Das maximale Ziel besteht wohl darin, diese Republiken
zu den Bedingungen der maximalen Autonomie eines Sonderstaates und einer praktischen Föderalisierung zu integrieren, weiter zu Krieg zu führen, eine Ausweitung des Gebiets dieser selbsternannten Republiken würde nichts geben. Das kostet zu viel an Opfern, Mitteln und auch eine Beteiligung der russischen regulären Streitkräfte. Ich weiß nicht, weil die Leute fort werden, weil kaum einen großen Angriff starten können. Das ist alles sinnlos, aber eine Integration zu den russischen Bedingungen wäre sinnvoll. Und das ist auch das Ziel, ob Kiew sich darauf einlassen wird. Eher nicht, aber ob man da wieder eine Offensive startet gegen Mariupol und so weiter. Schwer zu sagen, Moskau passt es gut in den Kram. Das ist die Zeit der Verantwortung und sozusagen, dass Kiew irgendwas unternehmen sollte. Und jetzt Frankreich, Deutschland, die USA, die stoßen jetzt Poroschenko zu gewissen Handlungen. Und Moskau freut das sehr, man muss nur abwarten. Die westliche Seite ganz froh ist, dass das Ukraine-Thema in den Hintergrund gerückt ist. Wie sieht es aus deutscher, aus europäischer Perspektive aus, die letzte Entwicklung in Syrien, dadurch Syrien, das im Grunde genommen die Ukraine als Hotspot ersetzt hat? Wie schaut man jetzt auf die Ukraine und mögliche weitere politische Wege zur Integrierung, zur Stabilisierung und Integrierung der Ukraine aus westlicher Sicht? Also es hat ein paar Äußerungen, die ich auch irritierend fand, gegeben, so nach dem Motto, weil man Russland in der Syrien-Krise brauche, allerdings eben eher in dem Sinne, den ich vorhin kurz skizziert habe, um zu einer Friedenslösung zu kommen, an der natürlich auch Iran beteiligt werden muss und in irgendeiner Form auch das jetzige Regime, wenn Russland sich so verhalten würde, dann müsse man ihm woanders entgegenkommen. Und dann war eben auch bei einigen Politikern hier in Deutschland die Rede von den Sanktionen. Die Politik sieht im Augenblick, wie ich finde, richtigerweise anders aus. Was ich lese, ist, dass die EU die Sanktionen verlängern will, wenn auch nicht gleich über ein Jahr, über ein halbes Jahr. Aber immerhin wird auch das den Kreml noch mal etwas überrascht haben, der doch darauf gesetzt hat, dass das schneller ging. Im Übrigen bin ich jetzt wiederum in dieser Runde etwas überrascht, dass die Frage, wird Russland die Sanktionen los, ja oder nein, im russischen strategischen Denken oder taktischen Denken doch offensichtlich eine größere Rolle spielt, als man uns in der Vergangenheit hat glauben machen lassen wollen, so nach dem Motto, die Sanktionen jucken uns eigentlich überhaupt nicht, ihr schneidet euch nur ins eigene Fleisch, das scheint ja dann doch etwas anders zu sein. Was wiederum für unsere Überlegung dann auch eine Rolle spielen sollte. Mir ist übrigens schon klar, dass man mit Überraschungen Vorteile erzielen kann. Es ist nur so, internationale Beziehungen, die auf dieser Basis sich organisieren, kommen nur noch zu suboptimalen Ergebnissen. Also wir haben jedenfalls mit dem Helsinki-Prozess und mit der Charta von Paris eine Ordnung versucht aufzubauen, auch mit russischer Mitwirkung nach 1990, die etwas anderes zum Ziel hatte. Und diejenigen, die sich in diese Ordnung eingefügt haben, haben auch von dieser Win-Win-Situation profitiert. Es ist also jetzt nicht so, und das wäre nun eine sehr unvollständige russische Analyse, man sei deshalb nicht auf einen grünen Zweig gekommen, weil man sich auf ein Kooperationsmodell mit dem Westen verständigt habe, sondern man ist deshalb nicht auf einen grünen Zweig gekommen, weil man Modernisierung nicht umsetzen wollte, so wie es die anderen, die auf einen doch langsam ergrünenden Zweig gekommen sind, in ihren Staaten getan haben. Das ist eigentlich die Konsequenz, über die man reden müsste, aber über die Russland nicht reden will. Denn einer der Gründe, weshalb in der Ukraine interveniert wurde, war ja gerade die Sorge, dass dann unmittelbar vor der Haustür ein weiteres Modell entsteht, wo dann die eigenen Bürger fragen, warum können die Ukrainer etwas bewirken, was wir nicht schaffen. Also das ist mir schon klar, nur die Reaktion
die das russische Verhalten mittel- und längerfristig hervorrufen wird, sind doch auch klar. Wir kommen dann in irgendwelche Stadien zurück, die man mit neuen Begriffen belegen wird, weil der Begriff des Kalten Krieges nicht mehr passt. Aber wir sind in einer dann relativ konfrontativen Situation mit einem Russland, was ökonomisch schwach ist, was auch wesentlich schwächer ist, als die Sowjetunion es früher war, aber was sich natürlich auf diese Art und Weise der Politik alles andere als irgendwo Freunde macht. Ich meine, man kann nach dem Motto handeln, uns mag sowieso keiner, Hauptsache wir werden gefürchtet. Das ist dann offensichtlich sozusagen eine Devise russischer Außenpolitik. Ob die zu irgendwas führt, ob Russland davon irgendwas hat, das ist die Frage. Der Westen, die Europäer, wir werden eine Antwort darauf finden. Und die NATO-Manöver in dem sehr beunruhigten Baltikum und in Polen zeigen einen Teil dieser Antwort. Ob man in diese Dinge zurück will, das hängt dann allerdings nicht allein vom Westen ab, sondern maßgeblich eben von der Art der Politik und den Sorgen, die man sich natürlich wegen bestimmter Äußerungen Russlands macht. Also ich habe ja gestaunt, dass die Anspielung Putins auf die russischen Atomwaffen etwa in der deutschen Friedensbewegung so, ja, ich würde sagen, gelassen aufgenommen worden sind, wie sie das aufgenommen wurden. Aber vielleicht sagt das ja noch dreimal und dann wachen unsere Freunde hier auch auf. Wir haben also ein Russland ökonomisch in der Krise. Das Wort Krise wurde lange Zeit auch von russischen Regierenden gemieden. Mittlerweile darf man es auch benutzen in Regierungskreisen. Wir haben ein Russland, das sehr stark außenpolitisch engagiert ist, durchaus in sehr riskanter Art und Weise. Herr Trudaljubow, was bedeutet das aber für die Innenpolitik Russlands? Wie verändert sich das Land im Inneren dadurch, insbesondere politisch? Ich werde versuchen, kurz zu sein, damit wir dann auch mit dem Publikum diskutieren können. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass die russische Gesellschaft einige Stadien, Entwicklungsstadien durchlebt hat. Und es geht ja letztendlich um Würde, um den Wunsch, auch seine Kraft und seine Möglichkeiten, Fähigkeiten zu zeigen, wie dass jeder Mann in jedem Land will, die Leute wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich sicher fühlen, sie wollen, dass es in Zukunft besser wird, sie wollen sich entwickeln und so weiter. Und irgendwann oder eine Zeit lang konnte man durch den Konsum im Griff haben. Russland existierte halt in einer Situation, wo die russische Gesellschaft, die Menschen ein großes Potenzial hatten, ein nicht realisiertes, kein gutes Auto, keine gute Wohnung, eine Menge solcher Dinge, die im Westen im Prinzip jedermann seit vielen, vielen Jahrzehnten hat. Aber das wurde sehr schnell befriedigt. Und dann kam es eben zu dieser kurzen Zeitspanne, wo man Würde einforderte. Und das hat man versucht, indem man die staatliche Verwaltung, also die Governance, verbesserte. Und was stand dann am Ende vor 4, 5 Jahren? Da standen die Proteste am Ende dieser Sachen. Es gab noch andere Geschichten, aber um es kurz zu machen, sage ich es halt so. Und dieses Fenster wurde schnell geschlossen, weil dem Kreml passte das überhaupt nicht. Und dann hat der Kreml vorgeschlagen, also den Menschen vorgeschlagen, diesen Würdeanspruch über Patriotismus, äußerer Folge, Kriegsbeteiligung zu befriedigen mit diesem Bild im Fernsehen, das alles gut erklärt hat, was Katharina gesagt hat. Die Leute schauen fern und fühlen sich plötzlich besser. Wie lange das anhält, kann ich jetzt nicht voraussagen. Das kann aber nicht ewig dauern. Und die Menschen
oder sagen wir, es hängt alles von unseren Mitbürgern, von uns selbst ab. Wir müssen einfach von dieser Art der Selbstverwirklichung plötzlich mal die Nase voll haben, von dieser Selbstverwirklichung über den Stolz, ob der Kampfjets da unten. Und vielleicht wird es Ereignisse geben, die dazu führen, dass die Menschen endlich mal wissen wollen, was Sache ist, was läuft, was wahr ist. Jetzt fühlen sich die Leute moralisch komfortabel, behaglich, aber das hat halt damit zu tun, in erster Linie, dass Russland der Welt irgendwie zeigt, wo der Hammer hängt. Man hat Russland gekränkt und Russland zeigt allen, dass es eigentlich stark und relevant ist in der Welt und damit was darstellt. Das ist jetzt eine durchaus verkürzte und primitive Art der Selbstverwirklichung, die sich ziemlich schnell totlaufen wird. Und man müsste jetzt zum ursprünglichen Zustand der Umsetzung dieses Würdeanspruches über die Governance-Qualität zurückkehren, weil da hat sich nichts getan. Die Straßen, die Schulen, die Krankenhäuser, die werden nicht besser. Und wenn eben dieser Anspruch da ist, dann wird es auch Alternativen geben. Überleitung an Sie. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte und sprechen Sie ins Mikrofon. Gleich kommen die Mikrofone herbeigetragen. So, fangen wir dort hinten an. Wir machen es am besten so, dass wir, ich sage mal, drei Fragen sammeln und dann wieder ans Podium übergehen. Guten Tag, mein Name ist Igor Altmann. Ich hatte eine Frage an die Frau Schulmann. Und zwar haben Sie uns gut geschildert, wie das politische System in Russland aufgebaut ist, wie die einzelnen Institutionen funktionieren, die nicht das sind, was draufsteht, die nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, aber dennoch ihre Funktion erfüllen. Und dann kam sie aber dazu zu sprechen, dass es irgendwie ein Problem in der Kommunikation gibt zwischen dem Volk und der Regierung, so dass bei Befragungen das Volk etwas ganz anderes sagt, als es eigentlich denkt und vielleicht aus Angst, vielleicht aus vorauseilendem Gehorsam oder wie auch immer. Und sie sagten, es fehlt da eine Institution, die das vermittelt zwischen dem Volk und der Regierung, wie sie in anderen entwickelten demokratischen Ländern gegeben wäre. Ich würde gerne wissen, wie stellen Sie sich das vor für die Perspektiven Russlands, für die Entwicklung? Was für eine Institution sollte das sein? Also ich selber kann mir das gerade nicht ausmalen. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und ich habe hier sowas auch nicht gesehen. Und mich würde interessieren, was für eine Institution meinen Sie damit? Danke sehr. Wer möchte noch eine Frage stellen? Dort bitte. Der Herr. Okay. Andreas Umland, ja, может zwei вопрос по-русски задам. Ich stelle meine Frage vielleicht direkt russisch, weil meine Frage ist ein bisschen komplex. Ich würde gern wissen, was die russischen Beteiligten darüber denken, ob es in Russland jetzt eine andere Meinung über China gibt. Diese Ruhe mit der Ukraine ist vielleicht auch damit im Zusammenhang zu sehen, dass diese chinesisch-russische Allianz, dieses große Asien von Petersburg bis nach Shanghai, dass das auch nicht so richtig steht, dass es da vielleicht eine Umbewertung gibt für diese Alternative. Oder dass deswegen vielleicht auch ein neuer Wunsch entstehen wird, doch mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Denn der Westen ist der große Handelspartner. China braucht vielleicht gar nicht so viel Energieträger, um das als alternative strategische Partnerschaft entwickeln zu können. Vielleicht gab es in Moskau diese Illusion auch nie. Vielleicht sind es alles nur Bilder, die gezeigt werden, die gemalt werden für den russischen Bürger,
als ob es diese russisch-chinesische Allianzoption gäbe. Oder, wie gesagt, ist es tatsächlich eine Möglichkeit, dass das ein alternativer Partner wäre? Ja, bitte sehr, der Herr hier vorne. Ja, kann man nicht den ganzen Syrien-Konflikt vor die UNO bringen, dass wir endlich schneller Frieden in der Welt und auch in Syrien, in der Region bekommen? Denn man muss ja auch ständig an die Flüchtlinge kommen, die da, das nimmt ja kein Ende, der Flüchtlingsstrom. Und zweitens möchte ich gerne wissen, welche Rolle die Türkei in dem Konflikt spielt. Es gibt ja auch sehr viele Kurden, die auch in Syrien, die Türkei wohl auch unterstützt. Anke Giesen, mich würde noch ein Aspekt interessieren, der kam heute hier noch gar nicht zur Sprache, eigentlich sogar zwei. Einmal die Nationalitätenproblematik innerhalb von Russlands. Also es wird ja immer gesagt, Tschetschenien bekommt sehr, sehr viel Geld, um eigentlich noch sozusagen innerhalb Russlands gehalten zu werden. Wie ist es, wenn die Wirtschaftskrise sich ausweitet? Also wird es dann nicht auch im Kaukasus wieder unruhiger? Es wurde gesprochen über, dass es eine hohe sunnitische Bevölkerung in Russland gibt. Tatarstan, Baschkirien. Russland unterstützt separatistische Bewegungen in der Ukraine. Also muss es dann nicht auch wieder zu mehr Separatismus in Russland kommen? Und ist im schlimmsten Fall mit einem russischen Jugoslawien-Szenario zu rechnen? Das wäre ein Aspekt. Der andere Aspekt wäre, was ja auch immer wieder gesprochen oder darüber berichtet wird, dass sozusagen die Popularität Stalins wieder sehr zunimmt. Und inwieweit ist das ernst zu nehmen? Also, oder was heißt das vor dem Hintergrund, also von einer Geschichte mit Millionen von Opfern, die auf die eben auf die Verbrechen Stalins und der damaligen bolschewistischen Regimes zurückzuführen sind. Also wie kann es kommen, dass eben dann ein Stalin wieder populär wird? Danke sehr. Ich ziehe jetzt mal einen Strich erstmal. Wir haben vier Fragen und die erste war direkt gestellt an Frau Schulmann. Richtig, die erste Frage war an mich. Und zwar ging es um eine Institution, die eventuell als Mittler zwischen Gesellschaft und Regierung sein könnte. Ich habe nicht davon gesprochen, dass es einen Mittler geben muss, sondern dass es keinen Rückkopplungskanal gibt, dass diese Kanäle verzerrt sind oder zerstört sind. Und diese Kanäle sind auch allen bekannt. Sind freie, wettbewerbsfähige Wahlen auf aller Ebene, föderal, in regionalen, in kommunalen Ebenen. Dann die soziale Umfrage, nicht wo die Menschen mit ihren Füßen abstimmen, wo sie hinkommen, in Wahllokale gehen, wo sie Häkchen stellen und damit ihre Sorgen, ihre Befürchtungen und so weiter ausdrucken können. Und wenn das tatsächlich Wahlen auf Wettbewerbsgrundlage sehen, dann kann man darüber auch ein objektives Bild über die Meinung und Stimmung im Volk sehen. Also wettbewerbsfähige und freie Wahlen. Das zweite Institut, was wir auch nicht haben, das sind die NGOs, gemeinnützige Organisationen als Basisinstitution in der Zivilgesellschaft. Sie interagieren unmittelbar mit der Bevölkerung und Engagement, Aktivität und entstehen solche NGOs zeigen ja auch, wo es in der Gesellschaft wehtut, wo es Bedarf ist, etwas zu tun. Dort, wo es aktive NGOs gibt, gibt es also auch Fragen oder Probleme, die die Bevölkerung, die die Gesellschaft bewegen, wo sie aktiv werden wollen, wo sie bereit sind, etwas selber zu unternehmen. Und drittens, das sind die Medien. Auch wieder wettbewerbsfähige und freie Medien.
die berichten können, Meinung zeigen können, unter anderem auch Menschen Stimme verleihen und die somit auch ein Bild davon geben, was die Menschen interessiert. Nicht nur das berichten und die Menschen hören das, weil sie gar keine andere Wahl haben. Wie gesagt, das sind diese drei Kanäle, allgemein bekannt, wo die verschiedenen Kräfte im Land miteinander kommunizieren können, wo die Regierung auch erfahren kann, ob es irgendwo separatistische oder andere Tendenzen gibt. Ja, das muss ja auch die Regierung, das müssen ja auch die Behörden wissen. Also diese drei Institute, diese drei Kanäle, die sind wichtig. Soziale Umfragen sind ja letztlich nur ja, eine letzte Möglichkeit und auch keine sehr zuverlässige, um zu erfahren, was die Menschen bewegt. Wir haben in Russland einen richtigen Kult von Ratings, sozialen Umfragen, 6%, 8%, wer wächst, wer sinkt und so weiter. Diese Popularitätsabfragen vom Präsidenten, wo wir nicht mal sagen können, ob er in 2018 seine Kandidatur wieder aufstellt oder nicht. Sein Rating ist ständig ein Diskussionspunkt in den Medien, so eine Art Fetischismus, ja, was eigentlich nur belegt, dass es keine tatsächlichen Kommunikationskanäle gibt, wo man nachfragen könnte, wie sich die öffentliche Meinung in Russland verhält. China betraf, Russlands Vektor und Chinas Rolle auch für das außenpolitische Handeln Russlands derzeit. Herr Trudalubow, Herr Fralov, möchte. Ich fange vielleicht an und der Kollege ergänzt. Das ist ja eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Und hier muss ich natürlich auch ein bisschen raten. Aber mit China scheint es mir, wird es so ähnlich sein wie mit dem Westen. China ist natürlich bedeutungsvoll für Russland. Russland für China nicht so sehr. Nicht in dem Maß. Russland kann sich sehr anstrengen, um zum Beispiel den Energiebedarf Chinas zu decken. Ja, aber das wird auch noch lange Zeit dauern. Da müssen Pipelines gebaut werden und so weiter und so fort. Das ist also eine Frage wirklich der Zeit. Und jetzt haben wir eine ganz andere Konjunktur, Entwicklungskonjunktur. China wird auch langsamer in seiner Entwicklung. Der Energiebedarf Chinas ändert sich. Dort entwickeln sich jetzt auch alternative Energien. Es sind so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, dass es ist wirklich schwierig. Einfach aus der Erfahrung der Beziehung Russlands mit anderen wird es vielleicht auch hier eine gewisse Enttäuschung geben. Man wird vielleicht sehen, China sagt das eine und macht das andere, vielleicht mehr noch als andere Partner das tun. Und es ist auch klar, dass das keine Zauberlösung sein wird. Das ist schon mal klar. Es ist vielleicht zum gewissen Grad, im gewissen Sinne, ja, gibt es vielleicht da auch eine Richtung. Aber das wird nicht die Schlüsselrichtung für Russland sein. Ich möchte ergänzen. Wir sehen hier eine gewisse Ruhe an der China-Front, wenn man so sagen will. Es gibt nicht mehr diese erhöhten Erwartungen, diese Euphorie in Bezug auf China, auch weil sich die Erwartungen nicht bewahrheitet haben, dass der Markt Chinas und die überhaupt asiatischen Märkte den Westen ersetzen könnten, auch mit den Kapitalmärkten zum Beispiel. Diese Ressourcen gibt es nicht in dem gewünschten Umfang. Und wenn die Ressourcen da sind und viele chinesischen Banken oder asiatischen Banken haben ja auch ein bisschen Angst, hier gegen die westlichen Sanktionen anzugehen. Wie gesagt, sie haben Ressourcen, aber die kosten auch viel Geld, sie sind teuer und die sind auch nicht in dem Umfang vorhanden. Wir haben hier ein Projekt. Da geht es um ein neues Werk von Novatek am Jamal zur Herstellung von Flüssiggas. Die leiden unter chronischem Geldmangel, auch wenn der Staat sämtliche Steuervorteile geboten hat, die es gibt. Ohne diese Steuervorteile, also würden die gar nicht existieren. Ich weiß gar nicht, wie dieses Projekt wirtschaftlich berechnet worden ist. Jedenfalls hat man hier auch lange Verhandlungen mit chinesischen Banken über einen großen Kredit geführt. Und letztendlich ist der Preis für diesen Kredit auch so
hoch, der Kredit wäre so teuer, dass er auch nicht darstellbar ist. Somit musste man sich von dieser Idee lossagen und auch wieder Geld auf amerikanischen und europäischen Markt suchen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ja, was die Politik betrifft, hier gibt es ein Window of Opportunity, wenn Sie so wollen. Da hat Moskau große Erwartungen, große Hoffnungen. Die sind bislang noch nicht eingetroffen, aber die Erwartung gibt es, dass man über die Zusammenarbeit mit China und um die Umsetzung dieser neuen Seitenstraße, dieses große chinesische Projekt, dass man darüber diese Nordroute über Kasachstan nach Russland und dann auch weiter nach Europa über Petersburg beleben kann und dass man vor diesem Hintergrund viel chinesisches Geld in der russischen Infrastruktur sehen kann, dass es da viel Investitionen geben wird. Ob das so sein wird, ist auch noch nicht klar. Aber neben den Investitionen in die russische Infrastruktur gibt es ja auch in Mittelasien große Konkurrenz, wo China auch sehr aktiv ist. Da haben wir zwar jetzt Rahmendokumente unterschreiben können, nämlich die Euroasiatische Wirtschaftsunion und das China-Projekte, dass die sich nicht gegenüberstehen, nicht feindlich sind. Aber welche Synergien es geben wird von den chinesischen Investitionen, das muss man einfach abwarten. Da würde ich noch nicht zu sehr in die Zukunft vorgreifen wollen. Aber es gibt auf diplomatischer Ebene auch interessante Dinge. Das letzte charakteristische Beispiel ist, dass China zum Beispiel Russland nicht unterstützt hat, was die Ukraine und den Sicherheitsrat betrifft. Also da haben die Chinesen die russische Position nicht unterstützt. Also das ist schon alles nicht ganz einfach. Fügen, dass vor etwa gut einem halben Jahr es einen Gesprächskreis gegeben hat in Moskau mit deutschen Unternehmern, die noch vor anderthalb Jahren etwa in ziemlicher Aufregung waren, weil sie den China-Vektor als eine wirkliche Bedrohung, also den Asien-Vektor Russlands eine wirkliche Bedrohung angesehen haben und vor eben gut einem halben Jahr sehr entspannt dagesessen haben, weil das ist jetzt die Unternehmersicht, die praktische Wirtschaftsperspektive, weil es sich herausgestellt hat, so wie Sie mir einige der Unternehmer zumindest versichert haben oder der Manager der deutschen großen Unternehmen, weil Sie mit Ihren Geschäftspartnern festgestellt haben, dass die erheblich wieder mit europäischen Firmen stärker ins Geschäft kommen wollen, häufig noch nicht richtig dürfen aus politischen Gründen, aber auf der Management-Ebene schon sehr stark wieder sich nach Europa hin, es wurde insbesondere Deutschland und Frankreich genannt, orientieren. Die dritte Frage betraf den Syrien-Konflikt, Lösung des Syrien-Konflikts und insbesondere, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Russland, das Verhältnis zur Türkei. Es gab ja zur Türkei ziemliche Annäherungen in den letzten Jahren. Das mag auch damit zusammenhängen, dass beide Staatsführer der beiden Länder in ihrem sozusagen Psychoprofil viele Schnittmengen aufweisen. Zuletzt gab es wieder Verstörungen, auch unter anderem während des Syrien-Konflikts. Wie sieht Moskau die Türkei und ist dann auch ein wieder etwas gestörtes Verhältnis zur Türkei etwas, das Russland in Kauf nimmt für dieses Syrien-Engagement und andere Ziele, die es vertritt? Moskau betrachtet die Türkei als einen wichtigen und nötigen Partner, vor allen Dingen auch im Wirtschaftsbereich. Da gibt es große gemeinsame Interessen im Energiesektor, im Bausektor. Was den Syrien-Konflikt betrifft, da ist es tatsächlich so, hier befinden wir uns gegenseitig noch in gegensätzlichen Lagern. Das allerdings bedeutet nicht, dass die Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten hier nicht überwindbar wären. Jetzt gerade in Wien bei dem Treffen an diesem Wochenende wird das auch eines der zentralen Diskussionsfragen sein. Welche Position als en vogue oder als richtig sich darstellt. Und die Türkei wird auch zugegen sein. Sie unterstützen ja die sunnitischen islamischen Gruppierungen, vor allen Dingen auch im Nordosten in den Provinzen und teilweise auch im Süden.
Und die Türken werden gemeinsam mit Saudi-Arabien versuchen durchzudrücken, dass die Gruppierung, die sie unterstützen, eben nicht als Terrorgruppierung anerkannt werden, sondern dass sie zu den Verhandlungsmechanismen hinzugezogen werden sollen. Ja, man muss einfach abwarten, wie die Ergebnisse sein werden nach diesem Wochenende. Syrien noch? Ja, ich meine, das war ja klar, die Annäherung Türkei-Russland ist wegen der Unterschiede in Sachen Syrien zu einer Konfrontation geworden. Die Türkei verfolgt, was Syrien angeht, eine ganz andere Strategie als Russland. Für Erdogan ist Assad muss weg, der erste Satz, den er immer sagt. Und von Putin hört man das Gegenteil. Also von daher ist eigentlich bei diesem da schon auf den Punkt gebracht, wo der Konflikt liegt. Ich glaube auch, dass es eine Chance gibt, das zu überbrücken. Letztlich muss man auch daran arbeiten, hier Brücken zu schlagen, weil nur dann kommt man schrittweise einer inklusiven Ordnung für den Nahen Osten näher. Und ohne die jedenfalls auch im Blick zu haben, wird sich auch der Syrien-Konflikt nicht regeln lassen, weil er eben mindestens drei Ebenen hat, die innersyrische, die regionale und sozusagen auch die globale Dimension. Und solange sozusagen auf keiner der Ebenen einigermaßen Einigkeit besteht, in welche Richtung es gehen soll, werden sich die Ebenen gegenseitig negativ verstärken. So ist, glaube ich, die Analyse. Und was die Vereinten Nationen angeht, das war ja auch noch gefragt worden, die sind eben durch die unterschiedlichen Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats blockiert und sind deshalb nicht handlungsfähig. Das ist das Problem. Und sie kommen jetzt vielleicht mit dem Sonderbeauftragten wieder etwas stärker ins Spiel, weil eben die innersyrische Ebene, um die er sich sehr gekümmert hat, ja in Wien noch gar nicht dabei war und wenn ich es richtig sehe, auch beim nächsten, also jetzt am Samstag, in Wien auch noch nicht dabei sein wird. Also das wird noch ein bisschen dauern. Die nächste Frage betraf den multiethnischen Staat Russlands. Was bedeutet das Unterstützen separatistischer Bestrebungen in der Ukraine, aber was bedeutet eben auch das Engagement in Syrien für das Land, für Russland mit Republiken, die vorwiegend muslimisch geprägt sind? Ich weiß nicht, wer möchte darauf von Ihnen antworten? Wer nimmt das Mikrofon? Ich werde es mal versuchen, zumindest zum Teil diese Frage zu beantworten. Es ging ja auch, dass Russland viel Geld aus dem Staatshaushalt nach Tschetschenien schickt und wie die Regionalpolitik gestaltet wird, wenn das Geld knapper sein wird. Und wir haben ja schon mehrmals, ich insbesondere, über den Staatshaushalt gesprochen. In den letzten 15 Jahren habe ich mir die Entwürfe für den föderalen Haushalt genau angesehen. Und was die Subvention für die Regionen betrifft, da kann man ganz schnell zum russischen Nationalisten werden, weil es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem, was Zentralrussland und dem, was die Nationalrepubliken bekommen. Und da gibt es den Nordkaukasus, der bekommt noch mehr als alle anderen. Tschetschenien ist hier ein Champion und Dagestan auch. Na, und die anderen, die sind auch nicht arm dran, aber diesen beiden geht es besonders gut. Ja, das ist unsere Art der Befriedung des Kaukasus. Immer mehr Geld an die örtlichen Führungen zu überweisen und im Gegenzug gewähren die eben Stabilität und Frieden, ein bisschen Stabilität und Frieden dort vor Ort. So, und wenn das Geld knapper wird, wie soll das dann funktionieren? Und darin besteht das Wesen der russischen Innenpolitik. Wie kann man mit weniger Welt das Ordnung, die Lebensweise, die Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, an die sich alle gewöhnt haben? Alles, was wir sehen, läuft darauf hinaus und die Nordkaukasusfrage läuft auch darauf hinaus. Das hat nur wenig was mit Religion und sowas zu tun. Vielleicht unterschätze ich die Religiosität der ehemaligen Sowjetmenschen, egal ob sie sich als Orthodoxe oder als
Muslime bezeichnen, aber für die herrschenden Kreise sind die ökonomischen Fragen prioritär und religiöse Überzeugung haben, was mit Gebräuchen oder Feiertagen und so weiter zu tun, aber mit nichts, wofür sie zu sterben bereit sind. Vielleicht unterschätze ich das, aber das ist halt mein Eindruck. Und diese regionalen Duodezfürsten, und das betrifft nicht nur die nationalen Republiken, sondern auch die Region Krasnodar zum Beispiel, das sind russische Vasallen, weil es für sie bislang gut ist, weil es für sie sich auszahlt. Und man hat ihnen bisher noch nichts Besseres angeboten und darum kein Separatismus, kein jugoslawisches Szenario. Nicht, weil die Leute so patriotisch sind, die können bloß einfach nichts anderes erfinden. Sie können sich nichts anderes denken, als am Staatstropf zu hängen. Und gut, die hoffen auch, dass die Erdölpreise steigen werden und dann geht es ihnen besser. Und einen großartigen anderen Ausweg haben sie nicht. Den kann niemand mehr bieten. Jedes politische System existiert, solange die Stakeholders, die Aktionäre der Ansicht, dass der Status quo für sie besser ist als ein anderer, als die Sowjetunion auseinanderfiel. Die Bürger und die Nomenklatura waren der Ansicht, dass sie mehr gewinnen werden durch diesen Zerfall. Ein paar lagen falsch und eine ganze Menge Leute lag mit dieser Ansicht gar nicht so falsch. Stalin-Kult, die Bedeutung Stalins, der, so scheint es, ein kleines Revival durchmacht. Ist das der Fall? Was steckt dahinter? Das sind einige kitzlige Fragen, die wir heute Abend haben. Ja, das ist eine komplizierte Frage. Es ist halt so gelaufen, dass dass in Russland so diese Art Friedensschluss mit der Vergangenheit, also schon ab den 80er Jahren, also mehr oder weniger nach dem deutschen Muster abgelaufen ist, also auch unter Berücksichtigung der deutschen Erfahrung und diese gesellschaftliche Bewegung ist in den 80ern im Sand verlaufen, hat ihre Energie verloren. Und die Verurteilung Stalins war Bestandteil dieser Bewegung, das hat schon vor den 80er Jahren eingesetzt, aber in den 80ern, Anfang der 90er, war das schon eine bedeutsame gesellschaftliche Bewegung und sah damals wie absoluter Mainstream aus, aber das ist nicht mehr aus vielen Gründen, vielleicht auch wirtschaftlichen heraus. Oder vielleicht ist das auch die Art von Geschichte, dass es der Regierung gelungen ist, den Leuten einzuhämmern, dass die Anerkennung dieser Staatsverbrechen, dass das ein Szenario ist, das einem von den Amerikanern aufoktroyiert wird. Und dieser Standpunkt hat dann gesiegt, muss man sagen. Und jetzt ernsthaft darüber sprechen zu wollen, es geht nicht. Dieser Diskurs existiert nicht. Niemand befasst sich ernsthaft mit den Verbrechen des Sowjetstaates. Und auf Expertenebene, auf Geschichtswissenschaftlerebene hat es noch nie eine wirklich qualitativ hochwertige Geschichtswissenschaft gegeben, was die Sowjetvergangenheit anbetrifft. Jetzt, ja, man arbeitet natürlich, aber es gibt einen riesen Abstand zwischen dem Expert
Experten wissen und denjenigen in der Gesellschaft, die ein Interesse daran haben, und dem Massenbewusstsein, wo Stalin so eine Art zur Hälfte Bösewicht, zur Hälfte Held ist, eine ganz ambivalente Figur. Niemand negiert die Opfer, aber dabei wird nicht anerkannt, dass das Verbrechen waren. Das ist so eine Art magische Heldenfigur und eine Art Demiurg. Und das wird durch die offizielle Propaganda auch geholt, ja, viele Menschen umzubringen, das ist schlecht, man sollte das lieber nicht tun, aber eine Industrialisierung durchziehen, Fabriken bauen, ja, das ist gut, und die Menschen leben in diesem Bewusstsein, ja, da war schon irgendwas schlecht und irgendwas war gut und keiner weiß genau, was da war, weil es immer 100 unterschiedliche Versionen gibt, und im Bewusstsein wird dafür gesorgt, dass es die Wahrheit nicht begreift, dass der Sowjetstaat verbrecherisch war. Nein, nein, das geht nicht. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen, die mir wichtig erscheint. Und wie gesagt, es fehlen eine Version, die postmoderne Propaganda hat nicht zum Ziel, ihnen eine Wahrheit aufzuzwingen. Es geht darum, den Begriff der Wahrheit zu verwaschen. Man bringt 100 Versionen, 99 sind irre. Sie als Verbraucher sehen, dass sie irre sind. Aber ihnen wird eingeflüstert, wer weiß, was es damals noch gegeben hat. Oder in Russland hören wir oft, wir werden die Wahrheit niemals erfahren. Das sagen die Leute oft, aber die Menschen kennen die Wahrheit, die ist da. Und da gibt es auch nichts Zweideutiges oder Doppeldeutiges. Aber dieser Nebel im Kopf ist Ziel und Frucht der Propaganda. Und was Stalin anbetrifft und das Verhältnis zu Stalin, hier ist auch alles gar nicht so einfach. Und es sind auch viele Widersprüche, die man begreifen muss. Es gibt so ein russisches geflügeltes Wort, wenn man jemanden oder Stalin fehlt euch. Und man meint damit, es geht um Leute an der Macht. Stalin würde sie bestraft haben. Paradoxerweise wird Stalin im gesellschaftlichen Bewusstsein als strafende Hand betrachtet, als strafende Hand für Staatsbedienstete, die Mistbauen, klauen und so weiter. Und bei Stalin war Ordnung. Nicht, weil er die Bürger unterdrückt hat, sondern die strenge väterliche Gewalt gegen die außer Rand und Band geratene Nomenklatura. Und Stalin ist sogar paradoxerweise eine Art Figur, die streng zu allen sein wird, streng zu allen und insbesondere zur Bürokratie. Und außerhalb Russlands verbindet man Stalin mit den Repressionen, aber im Lande mit dem Kriegssieg und mit dieser, sagen wir mal, doch anziehenden Ordnung, mit der strafenden Hand, wenn die Sündenregister voll sind und nichts mehr auf die Kuhhäute passt. Und das ist alles verdreht, das ist eine ganz irre Auffassung von Geschichte, aber wenn wir verstehen wollen, warum die Menschen sich dieser Figur zuwenden, dann ist das einer der Gründe dafür. In Russland schon seit langer Zeit mit dem Hauptpartner Memorial, der Organisation Memorial, zusammen. Viele von Ihnen wissen das sicherlich. Die Petersburger Abteilung von Memorial ist am vergangenen Freitag als eine weitere Organisation, Teilorganisation der großen Memorialgruppe, in die Liste der ausländischen Agenten eingetragen worden. Eine Fragerunde würde ich gerne noch machen. Wir werden nicht alle
nicht alle leider zu Wort kommen lassen. Bitte sehr. Ja, Hannes Adomeit, das Podium wollte sich ja mit oder sollte sich mit ökonomischen Fragen befassen. Ich will deswegen eine stellen, und zwar seit der Verabschiedung des staatlichen Programms für die Rüstung im Dezember 2010 hat Putin durchweg die Position vertreten, dass der militärisch-industrielle Komplex als Motor oder Lokomotive der Gesamtwirtschaft fungieren sollte. Und sogar vor kurzem auf dem Walde-Club hat er die These vertreten, dass dieser militärisch-industrielle Komplex nicht nur für die angewandte Wissenschaft, sondern auch für die Grundlagenwissenschaft wichtig sei. Die Frage ist an Sie, was soll man davon halten? Ist das wirklich ein Programm, an das Putin glaubt? Und zweitens, wie steht es mit den Erfolgschancen der Realisierung? Sollten wir auch mal nach der Jugend fragen, finde ich. Es ist so ein bisschen banal, wenn man immer sagt, gut, wir hoffen auf die nächste Generation oder auf die junge Generation. Mich interessiert Ihr Bild von der Jugend. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit den ultra-patriotischen Jugendorganisationen befasst. Ich weiß, dass es damals recht viele waren. Ich habe sie ein bisschen aus dem Auge verloren. Dann gibt es diese wunderbaren Karnevalsähnlichen Protestdemonstrationen Jugendlicher in vielen sibirischen Städten und in vielen großen auch europäischen russischen Städten. Und ein Veranstalter hat mir mal gesagt, die größte erneuernde Kraft in Russland wäre zurzeit die orthodoxe Kirche, weil ihre albernen Forderungen von vielen Jugendlichen derart unerträglich erschienen, dass sie sie richtig aufreizte. Dann ist ja auch noch das Faktum, dass viele Jugendliche reisen. Und wie wirkt sich das auf ihre Mentalität aus? Das war's. Danke. Noch Fragen? Hier vorne bitte noch. Danke. Меня зовут Саша. Я хотела бы... Ich bin Sascha. Ich möchte mich bei Jekaterina Schulmann bedanken, weil ich finde, die Analyse, die war hervorragend, und ihr Wissen der Dinge in Russland ist einfach nur toll. Vielen Dank. Meine Frage ist ebenso an Sie. Es gibt ja viele wirtschaftliche Forschung, die recht überzeugend sind und die sagen, wenn die Sanktionen fortgesetzt werden und wenn die Situation mit Iran eine andere wird oder wenn die Ölpreise letztendlich weiter sinken, dann kann es sein, dass in den nächsten 3-4 Jahren die Situation, die wirtschaftliche Situation in Russland zu einer Sackgasse führt und dass das dann wieder zu einem politischen Zusammenbruch führen könnte. Meine Frage ist jetzt die, versteht die gegenwärtige Regierung dieses Problem? Werden überhaupt Diskussionen darüber geführt, welche Bedrohungen für Russland stehen werden, zum Beispiel Migration, Konflikte in nationalen Republiken, China? Wird das diskutiert? Versteht man diese Problematik? Danke. Gerne noch auf, dort hinten auf dem Flügel. Andrei Chernodarov ist mein... Andrei Chernodarov. Herr Trudaljubow und Frau Schulmann, deswegen ziehe ich vor, die Frage gleich in Russisch zu formulieren. Es gibt drei wichtige Begriffe, zu denen wir immer wieder zurückkehren in unserer Diskussion. Propaganda, öffentliche Meinung und westliche Werte. Die Zusammenhang dazwischen oder Konflikt dazwischen. Ich sage ja nichts Neues, dass es in jeglicher Gesellschaft sicherlich ein Element der Propaganda gibt. Auch hier in Deutschland trifft man das an. Herr Fuchs hat in seinem einführenden Wörter ja auch unterstrichen,
dass wir über einen Wertekonflikt sprechen, nicht über einen geopolitischen, wenn wir über den Konflikt mit Russland sprechen. Deswegen würde ich gern nachfragen, welche allgemeinmenschlichen Werte sind denn der westlichen Welt eigen und der russischen nicht? Und in Fortsetzung dieser Frage, diese Masse Menschen, die Sie beschrieben haben, Herr Trubalubow und Frau Schulmann, vielleicht ist es richtig, dass die Menschen in der Masse vor dem Fernseher sitzen und auf die Fortsetzung der Seifenoper warten und dass sie direkt von der Propaganda beeinflusst sind. Aber in dieser riesigen Masse der russischen Bevölkerung gibt es doch vielleicht trotzdem einen Teil der Bevölkerung, die die Möglichkeit haben, aus dem Internet Informationen zu bekommen, aus anderen Quellen und deswegen aktiv ihren Standpunkt äußern? Das wäre meine Frage. Die erste Frage betraf die Bedeutung des militärindustriellen Komplexes, sowohl ökonomisch als auch im Sinne der Forschung, Wissenschaft und inwiefern dieser Komplex realistischerweise eine, wie es ja häufig in Moskau auch jetzt betont wird, eine Art von Lokomotive für die innere Modernisierung der Wirtschaft sein kann. Ich gucke zu Herrn Trudaljubow. Wissen Sie, die Finanzierung dieses Sektors wird ja fortgesetzt. Das ist einer der wenigen Sektoren in der Industrie, die nach wie vor wachsen. Und die Frage, inwieweit das auch in die sonstige Entwicklung auswirken kann, ob das eine Entwicklungslokomotive sein könnte, das kann man sicherlich diskutieren. Die Erfahrung vieler Länder zeigen, dass das ein Entwicklungsmodell der Vergangenheit ist. Es war seinerzeit mal möglich, aber in der letzten Zeit führen eher die sogenannten zivilen Technologien, jedenfalls in der entwickelten Welt. Und deswegen sollte man davon ausgehen, dass diese Bereiche Lokomotive der Innovation sein werden. Und ich sehe es nicht, dass es jetzt anders bei uns wäre oder dass der Verteidigungssektor bei uns diese Rolle spielen würde. Das wirtschaftliche Klima für den realen Sektor in der Wirtschaft ist sehr schlecht. Es gibt sehr wenig Wettbewerb. Es gibt immer die Möglichkeit eines Imports. Und deswegen, ja, also es fällt mir schwer zu sagen, dass es hier irgendwo einen Durchbruch geben wird. Aber wenn die Situation tatsächlich in Richtung Mobilmachung gehen sollte, Mobilmachung der Wirtschaft, wenn Russland tief sich in Syrien einlässt, wenn es keine anderen Punkte geben wird, wo die Wirtschaft wachsen kann, dann vielleicht wird es dann das Militär sein. Auf jeden Fall ist es derzeit ein wichtiges Segment der Wirtschaftsentwicklung, aber für mich ist es eher ein schlechtes Szenario. Das optimale Szenario, welches für mich wichtig wäre, sieht vor, dass man sich aufgrund anderer Quellen entwickelt. Ich gucke schon eher in diese Richtung, die Jugend in Russland. Ist das eine Hoffnung, neues Denken, Veränderungen oder ist es eine Hoffnung, die eher täuscht? Wissen Sie, der Ansatz, der strategische Veränderungen mit einem Generationenwechsel verbunden hat, war für mich schon immer etwas oberflächlich. Wenn die einen Menschen sterben, andere geboren werden, das verändert nichts. Das sind Lebensereignisse. Und nichts mehr. Und Generationen, also Menschen, die zur gleichen Zeit geboren wurden, spezifische Eigenschaften zuzuschreiben, ist eine populäre Verallgemeinerung, aber trügerisch. Was Jugend, nicht Jugend und die Veränderungen anbetrifft, die bei uns stattfinden können. Wir haben da zwei Sachen, die demografisch von Bedeutung sind. Erstens die Sache,
Also wenn die Generation, die jetzt am längsten an der Macht ist, zu verschwinden beginnt, das sind Menschen 55 plus. Unsere herrschende Elite in Russland besteht aus Menschen dieses Alters. Überwiegend, das ist eine spezifische Generation, Hauptmerkmal besteht darin, die sind sehr sowjetisch. Das sind Menschen, die in der Sowjetunion geboren wurden, studiert haben, die bereits von Sowjetmenschen ausgebildet wurden und die sind also auch noch in der Sowjetunion bis zu einem reiferen Alter gelangt. Und dass sie dann nach den 90ern, in den 90ern keine Kommunisten waren und so weiter und so fort an den Sieg des Sozialismus nicht mehr glaubten, das hat damit nichts zu tun. Ihre Denkweise wurde im sowjetischen Kontext herausgebildet. Und was wir heute in der russischen Innen- und Außenpolitik sehen, also der Rückgriff auf diese bequemen Formen und diese antiamerikanische, antiwestliche Diskurs, diese Imitation des Kalten Krieges, leichte Worte über schwere Atomwaffen, das hat in vielerlei Hinsicht damit zu tun, dass die Trendsetter eben aus der Generation dieses Alters stammen. Wenn die Leute dann natürlich aus dem Leben scheiden werden, die Lebenserwartung in Russland ist für Männer nicht besonders hoch. Und das betrifft zwar Reiche und Regierende weniger, aber wir werden sehen. Das müssen wir erst mal abwarten. Das ist ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte. Dann kommt eine andere Generation, die eigentlich auch noch mehr oder weniger sowjetisch ist, aber jünger war, als die Sowjetmacht verschwunden ist, die wenigstens mal die Möglichkeit hat, informiert zu werden und schon was anderes zu lernen, als neue Informationsquellen zugänglich wurden, weil in erster Linie kontrollierte die Sowjetmacht die Köpfe der Menschen. Das hat immer funktioniert, besser als alles andere. Die Jugend als solche irgendwie zu beschreiben, ist schwierig und hat dann auch nur wieder mit Küchentischgesprächen zu tun. Ja, man bezieht sich auf seine Kinder, Brüder, Schwestern, Studenten. Mir gefallen meine Studenten. Ich könnte erzählen, was mir an ihnen gefällt und was nicht. Aber ob das von Bedeutung für den politischen Prozess hat, ich weiß nicht. Und wir versuchen jetzt mit der Jugend Hoffnungen zu verbinden. Solche Jugendliche gibt es wenig. Und wir werden einen demografischen Einbruch erleben müssen. Die Generation der Ende der 80er, Anfang der 90er kommt jetzt ins gebärfähige Alter. Das waren schon damals nicht viele, die geboren wurden. Das ist jetzt die Jugend und die müssen jetzt auch Kinder bekommen oder sollten Kinder bekommen. Und das heißt, wir werden in ein doppeltes demografisches Loch fallen. Das ist ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Faktor, der berücksichtigt werden muss. Aber was das für Menschen sind, welchen Überzeugungen sie anhängen, wie sie sich verhalten werden, wenn sie sich am politischen und sozialen Leben aktiv beteiligen werden, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Und ich sage nochmal, Verallgemeinerungen und Erwartungen dieser Art, jetzt kommt die Jugend, die wird alles machen, das ist oberflächlich. Und das gibt es wohl positive, wenn junge, freie Menschen kommen, die werden was Gutes machen. Die gibt es allerdings auch genau andersherum, wenn dann eben ungebildete, obskure junge Menschen kommen, alle faschistisch oder nationalistisch eingestellt, die werden eine Menge Mist bauen. Diese beiden Theorien gibt es und beide sind für mich eher, sagen wir mal, aus der Luft gegriffen. Dass in Russland in 3-4 Jahren der große, wie das heißt, Krach passieren könnte, das demografische Problem, Immigration, Auswanderung, ist das ein Diskussionsthema in Russland, in Moskau? Das war die dritte Frage. Wird darüber gesprochen, sowohl in der Bevölkerung als auch von Seiten der Machthabenden aus? No. Eigentlich nicht.
dass eine Besonderheit der russischen Gesellschaft besteht in diesem Kurzzeitdenken. Es gibt es aber nur wenig auf Expertenebene, ja, okay. Aber in der gesellschaftlichen Diskussion, nein, ich sehe es einfach nicht. Die Leute haben mit ihrem Leben zu tun, mit dem Alltag. Es gibt da doch eine interessante Sache. Die russische Wirtschaft, von der wir gesprochen haben, hat sich längst rückversichert. Alles, was man an Geld außer Landes bringen kann, wird außer Landes gebracht. Weil Eigentumsgarantien gibt es ja nicht. Also das ist alles im Ausland und die Familien der Unternehmer leben in der Regel im Ausland. Und das sagt einiges über die Erwartungen der Wirtschaft aus. Die Leute verdienen ihr Geld nach wie vor in Russland, aber sie sind jederzeit bereit, das Land zu verlassen. Wie gesagt, das ist das, was sie erwarten, woran sie denken. Die Erwartungen sind per Definition schlecht, aber man diskutiert das nicht in der Gesellschaft. Die Menschen versuchen das einfach weder zu sehen noch zu wissen. Die wollen das einfach nicht und wollen das auch nicht diskutieren. Ich würde auch mal versuchen, diese Frage zu beantworten, weil sie auch an mich adressiert war. Folgendes: Das Katastrophenszenario oder die Szenarien gefallen mir nicht. Nicht, weil sie schlecht sind und ich Gutes vorziehe, sondern weil sie endlich sind. Da kommen Faktoren und dann ist Schluss mit lustig. Mit Russland wird Schluss sein. Was bedeutet der wirtschaftliche Zusammenbruch? Wir haben ein großes Land mit vielen Menschen, die arbeiten, vorzugsweise in den Städten. Und unsere Einkünfte werden geringer ausfallen wegen Erdöl, Erdgas, wirtschaftlicher Zusammenbruch, physischer Tod dieser Millionen Menschen. Natürlich nein. Leider oder zum Glück sind politische Regimes wie unsere durchaus lebensfähig. Wir kennen das aus Lateinamerika, Nordafrika, die über Jahrzehnte über die Runden kommen. Die Leute sind arm, die Wirtschaft ist nicht effizient, aber die Leute bringen sich nicht gegenseitig um total und die Erde tut sich nicht auf und verschlängt diese Länder. Man wurstelt sich durch. Und was Russland dann betrifft, da gibt es eine Art Krisenversicherung. Das ist der graue Sektor. Das ist das, was die offizielle Statistik nicht erfasst und was der Staat überhaupt nicht zu sehen bekommt. Das sind alle möglichen kleinen Gewerbe, Methoden, Geld zu verdienen, so eine Art Roots Economy, die weder im Haus, im Staatshaushalt noch sonst wo wiedergespiegelt wird. Das Statistische Amt räumt ein, dass ungefähr 30% des BIP dort stattfinden. Und wenn es um Krisen geht, wenn Erdöl Geld verdient und man das Geld so stückchenweise verteilt, da besteht die Rettung darin, wie die Leute selber über die Runden kommen können, Geld verdienen. Und es wird anerkannt, dass es das gibt und das ist ja doch ein ganz beträchtlicher Teil der Wirtschaft, der ein Überleben garantiert. Und noch was die Sanktionen anbetrifft, buchstäblich zwei Sätze. Zwei Dinge sind für die russische Wirtschaft wichtig. Die eine Sache für die herrschende Elite und die zweite Sache für die Bürger. Also der Zugang, dass unsere Banken nicht mehr an die westlichen Finanzmärkte können, das ist für die Finanznomenklatura, für die Banken, die Staatsbanken und so weiter wichtig ist. Und die Antisanktionen, die Gegensanktionen, dass eben EU-Waren nicht eingeführt werden können. Das hat diese Nahrungsmittelinflation ausgelöst. Und was
den Bürgern am meisten wehtut. Aber Russland kann die Gegensanktionen nicht aufheben, wenn es nicht wenigstens eine symbolische Geste gibt, dass wir gesiegt haben. Das noch ein Wort zur Propaganda. Und es muss ein überzeugender Sieg Russlands bei uns im Fernsehen über den feindlichen Westen gezeigt werden. Also die im Westen müssen erst was machen und erst dann können wir diesen Strick vom Hals nehmen, den wir uns selbst angelegt haben. So sieht die Situation aus und einen anderen Ausweg gibt es nicht. Verkürze ich auf den Teil, der die Bevölkerung in Russland betrifft und diejenigen insbesondere, die Möglichkeiten haben, sich anders zu informieren, sich breiter zu informieren, nicht nur der Propaganda unterliegen. Wie groß ist dieser Teil? Ist er bedeutsam auch für die gesellschaftliche und politische Entwicklung? Oder gibt es nicht vielleicht sogar sehr viele, die gar nicht sich breiter informieren möchten, obwohl sie das Angebot hätten? Ich versuche mal ganz kurz das zu beantworten. Die Durchdringung des Internets in Russland liegt schon bei 50%, wenn ich nicht irre, in Gesamtrussland. Und in Großstädten sind es 60-70%. Nach Umfragen sind 30-40% der Menschen regelmäßig in der Lage, das Internet als alternative Informationsquelle zu nutzen. Also Russland als ein Land zu bezeichnen, wo die Menschen keine alternativen Informationsquellen hätten, ist sicherlich falsch. Diese Quellen gibt es. Aber ich denke, dass es so eine mentale Situation in Russland gibt. Die Menschen wollen nicht besonders oder sie interessieren sich nicht besonders für die Wahrheit im breiten Sinne dieses Wortes. Manche haben Angst davor, manche sind ein bisschen von dieser Propaganda beeindruckt, wo man sagt, es gibt viele Versionen, es gibt ja sowieso nicht die Wahrheit, es kann alles bestritten werden und so weiter. Also es kann sicherlich unterschiedliche Gründe geben, aber die Menschen wollen das nicht gern. Und wenn man Quellen im Internet liest oder wenn Menschen Quellen im Internet lesen, dann denken sie wahrscheinlich auch, das ist genau die gleiche Propaganda wie woanders, plus halt eine andere Propaganda. Ich erinnere mich übrigens an eine Untersuchung, da wurde vor kurzem die Einstellung gegenüber von Ereignissen gemessen. Und zwar wurden befragt Menschen, die gleichzeitig russisches und westliches Fernsehen sehen, zum Beispiel in Estland. Und welche Einstellung sie zur Ukraine haben, zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine. Diese Einstellung war wirklich anders gemessen an der sonstigen estnischen Bevölkerung. Also Leute, die Russisch als Muttersprache hatten, die russisches und estnisches Fernsehen gesehen haben, die haben aufgehört, nur an eine Version zu glauben. Die haben dann gesagt, die einen lügen genauso wie die anderen. Und das ist eine sehr verbreitete Einstellung insgesamt in Russland. Ja, man kann also nicht sagen, dass die Russen der Propaganda glauben. Aber das hat Jekaterina ja auch so gesagt. Für die Mehrheit ist diese Einstellung charakteristisch. Wir wissen nicht, was da passiert. Es gibt nicht die Wahrheit. Und wer weiß, was da eigentlich passiert ist. Alternativen in Russland schwierig ist. Es gibt sie, aber sie können sich häufig nicht artikulieren, dürfen sich nicht artikulieren. Am 4. November hat Russland seinen Nationalfeiertag, Tag der Volkseinheit, gefeiert. Ich habe ein schönes Zitat gefunden einer führenden politischen Persönlichkeit Russlands. Sie dürfen danach raten, wer es gesagt hat. Es ist wichtig, sich als ein Volk zu verstehen, aber diese Einheit bedeutet nicht die Einheitlichkeit der Gedanken, die Einheitlichkeit der Wahrnehmung der bestehenden Probleme und die Einheitlichkeit der Zukunft des Landes. Wer war das? Präsident Putin hat es gesagt. Das ist ein Schlusswort für die heutige Veranstaltung. Wir sollten ihn beim Wort nehmen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind zu dieser Podiumsdiskussion. Ich danke allen, die uns unterstützt haben dabei. Einen ganz großen Dank möchte ich unbedingt aussprechen an die Übersetzer, die Dolmetscher, die... Applaus
die das großartig gemacht haben. Und wie gesagt, wir haben ein bisschen überzogen, das ist klassisch moskauerisch, da ist man mit der Zeit etwas großzügig, sowohl mit dem Anfangen als auch mit dem Beenden. Es bietet sich noch die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss ein bisschen nachzubereiten, unsere Diskussion. Recht vielen Dank Ihnen.